Weil ich mir gedacht habe, wie kannst du von mir denken, dass ich so eine Bitch bin? Oh, das finde ich jetzt irgendwie krass. Das grenzt ja schon an Manipulation. Oder ist das schon Manipulation? Im Endeffekt dreht sie es ja jetzt um und inszeniert sich selbst als Opfer. Hallo Freunde des guten Geschmacks. Ich bin Silvi und ich sehe heute ein bisschen aus wie eine Pokémon-Trainerin mit meiner Cap. Aber es ist Hot Mouse Era. Ich war jetzt eine kleine Zeit weg, weil ich in New York war. Good morning, Upper East Siders. Ist es nicht der Wahnsinn? Ich bin einfach gerade auf der Upper East Side aufgewacht. Ich kann es einfach immer noch nicht glauben. Das fühlt sich an, als wäre das einfach nicht wahr, als wäre das so komplett surreal. Zeig euch mal meinen Ausblick. Das ist das Bett, wo ich schlafe. Und heute ist es ein bisschen foggy. Und ich kann sogar den Hudson River sehen. Ist das nicht abgefahren, Leute? Ehrlich gesagt, wollte ich die letzte Folge schon viel früher veröffentlichen. Aber leider sind so ein paar Sachen dazwischen gekommen, die ich so nicht geplant hatte. Deswegen gibt es heute eine extra long Doppelfolge von Princess Charming, damit wir wieder back on track sind und alles hier aufholen. Ich werde heute Folge 6 und 7 gemeinsam analysieren. Wir versuchen heute ganz vielem auf den Grund zu gehen, weil ich finde, dass sich einige Sachen verändern. Ich weiß gar nicht, wie ihr meine Meinung zu verschiedenen Sachen finden werdet heute. Aber wir finden es raus. Wir starten rein. Und Leute, ich habe mir hier einen Kuchen vorbereitet, ja, für die Seele. Und einen kleinen Flat White mit Hafermilch, wie immer. Also holt euch was zu trinken und zu essen. Oh ja, cheers to the queers und dem Rest. Ich muss jetzt mal den Kuchen probieren, ne? Weil das wird eine lange Folge, Leute. Das war Milo. Der ist gut. Ein Kokos-Cheesecake, der gar nicht mal so süß ist. Leute, ich muss die ausziehen, ne? Ich habe das Gefühl, wir können uns dadurch nicht gut in die Augen schauen. Das finde ich ein bisschen schade. Habe ich noch ein bisschen Stain hier vom Trockenshampoo? Naja, egal. Das, was zählt, ist doch Authentizität, ne? Wir starten rein und wie immer gilt, solltet ihr die gesamte Folge nochmal nachschauen wollen, könnt ihr das gerne bei RTL Plus. Der Link ist in der Infobox. Sie sollen einfach alle nach Hause gehen. Ja, ich will mit Madeleine alleine sein. Elsa ist natürlich wieder am Start, Leute. Heute habe ich eine besonders große Überraschung für euch. So, und es geht direkt los mit einem Gruppendate, Leute. Doch dafür müsst ihr euch die Hände schmutzig machen. Geil! Geil! Melanie darf nochmal. Melanie darf nochmal und Tiere. Ich liebe Tiere. Melanie darf nochmal. Ich dachte, hä? Okay, cool. Die war nämlich ja schon in der letzten Folge beim Gruppendate. Melanie ist meine größte Konkurrenz heute und ist tatsächlich auch eine Person, die sehr flirty ist. Das ist so spannend, ne? Weil die in der Vorschau bei Natalie nämlich das heute weggeschnitten haben und man nur gesehen hat, Melanie ist meine größte Konkurrenz und das hat natürlich für Verwirrung gesorgt, weil sie ja gesagt hat, Elsa ist ihre größte Konkurrenz und auf einmal ist es Melanie. Aber jetzt ergibt das auch Sinn, wenn man sieht, ah ja, heute. Aber es zeigt natürlich auch, wie Natalie geframed wird, ne? Also ich sehe auch einige Dinge so ein bisschen kritischer, aber ganz ehrlich, die hauen aber auch richtig eine Schippe noch drauf, ne, im Schnitt auf alle Fälle. Muss mal eben hier mit rein. Hey! Freust du dich, oder? Ich freue mich mega. Sehr gut. Ich hab voll Bock, ich hab auch Bock mit euch. Ich freue mich auch richtig, nur ich dachte so, okay, wenn das doch nicht so geklärt ist jetzt mit Melanie oder so. Ich glaube, wir sind alle nicht nachtragend. Könnte schwierig sein. Ich glaube, wir sind alle nicht nachtragend. Ja, dann müssen wir Melanie mal fragen. Ich habe eine Frage an dich, Natalie. Ja. Wolltest du das droppen? Was? Dass wir gestern eine Poolparty hatten? Nein. Dann glaube ich dir. Ja. Wenn du mich anlügst, dann bist du halt eine Bitch. So. Da wurde nämlich eine kleine Lüge erzählt und ich glaube, so ein bisschen, Melanie hatte da so ein Bauchgefühl, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht, weil Natalie der Princess nämlich gesagt hat, dass hier Leute miteinander rumgemacht haben. Sie hat nicht gesagt, wer, aber sie hat gesagt, dass da Leute miteinander rumgeknutscht haben. Eine absolute Katastrophe wäre, wenn es zu einem Zickenkrieg zwischen Melanie und Natalie kommt. Ich finde, Zickenkrieg ist generell ein schwieriges Wording tatsächlich, weil das für mich so viel internalisierte Misogynie beinhaltet. Aber ich habe das auch schon benutzt, also ich will Elena da gar nicht irgendwie so kritisieren, aber ich will nur sagen, ey, Zickenkrieg ist halt so richtig konstruiert dafür, dass Frauen einfach ja so gemein untereinander sind. Frauen sind so hinterhältig und bla, so das. Deswegen nutze ich das Wort nicht. Weil es gibt ja keinen Zickenkrieg für Heteromänner, ne? Es gibt ja nur den Zickenkrieg unter Frauen oder vielleicht auch unter schwulen Männern, weil denen natürlich auch Feminität zugeschrieben wird und das ist ja negativ. Es gibt keinen Ausdruck, den man so Männern dann gibt. Da sagt man nicht Zickenkrieg. Ist das für dich easy, dass wir zusammen gehen, oder? Weil ich freue mich. Hä, was ist euer Film jetzt? Ihr Film war? Ihr Film war? Ich bin gerade hier so, hä? Also wir freuen uns alle, dass wir gemeinsam ja, gehen. Ja, ich freue mich auch. Wir haben das besprochen, aufgearbeitet und wenn das fair verläuft, dann habe ich ja auch gar kein Problem. Ich denke, Natalie wird das so machen, dass sie sich in den Vordergrund stellt und auf Madeleine zugeht und da die anderen ausblendet auch. Also hat sie eigentlich schon ein Problem.
Aber sagt, dass sie keins hat, oder wie? Hä? Also ich erwarte nicht, dass sie sich zurücknimmt. Hab da jetzt schon ein paar Situationen und viel mit ihr drüber gesprochen. Nee, klappt, kann sie, glaube ich, nicht. Das, muss ich sagen, finde ich aber prinzipiell erstmal nicht so schlimm, dass Nathalie sich da nicht zurücknimmt. Weil wenn man jemanden kennenlernen will, so what? Die andere Person hat genauso die Verantwortung, die Grenze dann zu setzen, wenn sie keinen Bock darauf hat. Wenn ich mit dir flirten möchte und sich das ergibt, dann flirte ich. Ja, genau. Ich würde ja auch flirten mit euch. Weißt du, was ich meine? Deswegen so. Einfach authentisch sein. Ist so. Damit kann man nichts falsch machen. Nathalie, ich würde ja mit euch flirten, aber das Konzept ist anders konstruiert. Nathalie, du kannst auch mit den anderen flirten, wenn du das möchtest. Go with the flow. Aber dann wird es nicht so in ihr Konzept passen, ne? Weil Madeleine ist ja jetzt die auserwählte Princess. Ich fühle mich nicht sicher unter den Kandidatinnen. Ich habe so das Gefühl, dass ich von mir mehr zeigen muss, mich mehr öffnen muss. Und das stresst mich voll. Ja, Nathalie setzt sich auf alle Fälle selbst sehr stark unter Druck. So, und das Gruppendate geht zum Elefantenfüttern. Die Kingdom Sanctuary. Ein geschützter Ort für Elefanten, an dem PflegerInnen, sogenannte Mahouts, für die Tiere sorgen und ihnen ein besseres Leben ermöglichen. Das ist so krass, dass sie da gendern, ne? Ganz ungewohnt in diesen Sendungen. Kennen ihre Zielgruppe, würde ich sagen. Ja, wenn die geschützt sind, dann ist es okay, aber irgendwie gibt es bei mir trotzdem immer so ein komisches Gefühl, wenn so wilde Tiere irgendwo in so, ja, Gehegen gefangen sind. Also irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat das auch so Sinn, weil die vom Aussterben bedroht sind oder keine Ahnung, weil die da geschützt sind. Aber es löst in mir halt trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl aus. Aber auf alle Fälle machen die da jetzt Elefantenfutter, Energy Balls. Oh, das ist richtig geil. Yeah. Oder? Das mag ich. Schon eine komische Situation, wenn alle im Haus die gleiche Frau toll finden. Wie wäre das für dich? Auch. Also selbst, auch wenn ich auf der anderen Seite stehe, ist es auch komisch für mich. Ja? Ja. Also es wird immer, immer schwieriger. Also was mir jetzt vermehrt aufgefallen ist, immer wenn die Kandidatin ein Gefühl äußert, was nicht positiv ist, sondern etwas sagen wie, ja, das fühlt sich für mich nicht gut an, oder das lässt mich unsicher sein und das hat so mit ihr zu tun. Kreiert das so meiner Interpretation danach, dass sie sich dann unter Druck gesetzt fühlt. Also ich finde, man merkt das so an ihrer Mimik und wie sie dann so darauf reagiert. Sie zieht dann so ihr Gesicht zusammen, geht so mit ihrem Körper so ein bisschen zurück und geht auch nicht so richtig drauf ein, sondern geht jetzt auf sich selber ein, das für sie ja auch nicht einfach ist. Und das ist mir jetzt tatsächlich schon vermehrt aufgefallen. Und das impliziert mir so ein bisschen. Also wenn ich sie jetzt daten würde, würde ich so denken, ah ja, okay, ich glaube, das ist eine ganz schön belastende Situation für sie. Und sie hat Angst, den Erwartungen nicht gerecht zu werden. So kommt es mir halt irgendwie gerade vor. Ich meine, es ist ja klar, dass das für alle nicht einfach ist, weil das ja einfach eine Situation ist, die ganz bewusst problematisch kreiert ist, damit Drama entsteht. Ne, also ich merke, dass es für mich auch schwieriger wird, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich emotionaler mehr auf die Situation einlasse und dementsprechend irgendwie verletzlicher bin in vielen Situationen. Ja. Und ich finde es sehr spannend, weil Melanie trotzdem das Thema wieder auf das zurückbringt, was sie eigentlich ansprechen wollte, also was sie teilen wollte, nämlich auch für mich wird es schwieriger. Dementsprechend bin ich auch oft zurückhaltender, als ich es eigentlich wäre, dir auch gegenüber. Das hast du so ein bisschen so eine Schutzmauer dann. Ja, würde ich schon sagen. Mir fällt es auch schwer, darüber zu reden. Ja, Melanie ist total emotional. Ist schon nicht so einfach, also es sind so viele Situationen. Far from home, far from... Ich könnte irgendwas sagen, was es einfacher macht. Ach, ich glaube, da gibt es gar nichts, aber ich habe so das Gefühl, dass diese Mauer mich so davon abhält, so viele Sachen zu machen oder zu sagen, die eigentlich in mir drin sind, weißt du? Mhm. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, Leute, das Interesse an Melanie ist nicht so zu 100%, weil sie reagiert dann gar nicht so doll drauf, ne? Es ist so, Die lustige Partymaus ist nicht immer da. Nee. Ich versuche halt zu sagen, wie sich das anfühlt, obwohl ich nicht so gut bin mit sagen, wie ich mich fühle. Okay. Ehrlich gesagt. Fällt dir schwer? Mhm. Na, ich bin eher so der touchy Mensch, der dann sagt, Mensch, ich mag dich und deswegen fasse ich dich an oder solche Sachen. Das ist so krass, weil es also zumindest im Schnitt ganz anders rüberkommt. Ne? Also es wirkt schon so, als wäre Melanie sehr zugewandt. Auch, und das finde ich sehr schön, was so ihre auch negativen Emotionen betrifft. Weil, ey klar, das ist voll die schwierige Situation.
Und das so zu verpacken als leichte, super dupe, spaßige Sache, wenn man Gefühle entwickelt in so einer Show mit ganz vielen anderen Kandidatinnen noch und so, das ist schon keine einfache Sache, ne? Also vor allem jetzt, wo es aufs Ende zugeht. Melanie und Madeleine waren auch sehr touchy. Das ist schon ein doofes Gefühl, wenn man dann daneben steht und zuguckt, ne, und wartet, bis man dann selber mit ihr sprechen kann. Ja, sie macht sich arg Druck, ne, Nathalie? Ne? Ich würde halt ungern da hingehen und das jetzt crashen lassen. So, aber die Zeit, die man hier hat, die muss man nutzen. Und wenn nicht, dann hat jemand anders. Diese Musik auch hinten dran, ne? Ich finde es wirklich krass, wie Nathalie geframed wird. Also ich will das nicht gutheißen, was da manchmal so gedroppt wird. Und auch die Dynamik zwischen Madeleine und Nathalie finde ich jetzt auch nicht so sonderlich amazing, muss ich sagen. Aber ich finde es schon auch krass, ne, dass sie das so pushen. So läuft das hier. Gute Idee. Und bei dir? Komm, ich mach's. Will sich einer von uns rein? Wir gehen alle hin. Sollen wir alle hin? Ja, wir gehen alle hin. Komm, wir gehen alle hin, ja. Dann führt sich einer der Idiot, der Lackaffe. Danke, du. Das ist auf jeden Fall der Leader. Und das Spannende ist ja, Nathalie ist nicht die Erste, die mal so ein Gespräch gecrashed hat. Das haben andere dort auch schon gemacht. Die werden aber anders dargestellt damit. Ich find's heftig. Ja. Really? Hello. 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 Wollen wir weiterziehen? Yes. Schalten wir zurück in die Villa. Das ist schön mit Madeleine und dann schaut sie halt mit so vielen auf einmal rum. Weißt du, was ich meine? Ja. Guck mal, ich bin auch eine Schlotzmaschine so, aber von Anfang an direkt zu viel. Ich finde es ganz schlimm, dass Eis und immer Schlotzen sagt. Ne? Ich finde, das macht die Sache an sich irgendwie unschöner. Küssen ist sowas Schönes, sind es doch nicht Schlotzen. Das verunsichert mich. Also ich habe damit tatsächlich kein Problem. Bei mir ist ein bisschen das Gegenteil. Ich finde es sogar ein bisschen sexy, wenn sie mich hier mit einem rummacht. Ich finde das ganz geil. Echt? Ja. Wo sich ja gestern schon zurückgehalten hat, ne? Soweit ich weiß, war ja gestern... Keiner. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht. Lilly, hast du gestern mit Madeleine rumgeknutscht? Nicht gesagt, hat? Nee. Gestern hat keiner mit Madeleine rumgeknutscht. Nee, ne? Gestern keiner, oder? Nee. Safe nicht? Nee. Dafür habe ich aber komplett vergessen, diese Pool-Action irgendwie zu erwähnen. Das war für mich so irrelevant, dass ich Kopf hatte. Warum hätte ich mir das erwähnen sollen? Ich glaube, es kann keiner das erwähnen, oder? Doch, Nathalie. Nathalie hat es gesagt? Ja, natürlich. Sie hätte gar nicht mitgemacht. Warum sagt Nathalie das? Sie hat ja nicht rumgeknutscht. Ja, weil sie nicht so eine Nathalie ist. Ich habe auch nicht rumgeknutscht, würde es trotzdem nicht sagen. Also ich habe dieses Gespräch gar nicht bekommen, weil ich finde es so unnötig, wenn sie selber nicht mitgemacht hat, dass sie es dann so erzählt, so von anderen, dass dann so, ja, ich bin nicht so einer, aber die anderen schon. Also ja, so. Das ist aber auch für sie kein gutes Licht. Nee, ist es auch nicht. Ja. Eben, das sehe ich so wie Elsa tatsächlich. Es ist ihre Sache, wenn sie das sagt, aber es rückt sie auf alle Fälle in kein gutes Licht. Sie hat eben behauptet, dass sie anscheinend nichts gesagt hätte, beziehungsweise dass sie es vergessen hätte. Hä? Ja. Ich finde es voll lustig. Nee, ich finde, es nervt mich schon lustig. Also ja, es ist nervig, aber lustig trotzdem. In mir löst es aus, dass ich Nathalie genauso eingeschätzt habe, wie ich mir schon von Anfang an gedacht habe. Ja. Das ist nett. Spaß. Kein Spaß, Spaß. Nee, ist kein Spaß, glaube ich, bei ihr. Die lächelt dich doch so an. Ja, das ist der Druck, ne? Der Druck, den sich Nathalie selber macht. Wenn man sich selber so krass Druck macht und unter Druck setzt. Ist ja deins aus deinem Kopf. Wenn ich sehe, wie Melanie oder Lena mit Madeleine sprechen, ist ja eine gewisse Leichtigkeit auch zwischen denen zu sehen. Und das ist genau das, was mir ja gerade fehlt auch noch. Und das macht, nervt mich. Ihre ganzen Ängste sind ja selbst kreiert. Ne? Also ich kann das auch verstehen, zum Teil. Ich finde das voll schwer, so unter Druck jetzt hier die rauszureißen. Lass uns mal nicht darüber beschweren. Lass uns einfach. Ja, ja, aber weil ich mir so. Das auch, ich finde das auch. Weil mir so Dings. Voll. Aber mach dich nicht wahnsinnig. So Signale zu. Mach dich nicht wahnsinnig. Aber wenn man sich so sehr selbst unter Druck setzt, weil man sich so seinen Ängsten hingibt. Und sie redet da ja auch nicht mit Madeleine drüber, sondern nur im Einzelinterview. Das heißt, sie kommuniziert auch gar nicht, sie spricht das gar nicht aus vor Madeleine. Das kann nicht aufgelöst werden. Weil es ist total okay, Ängste zu haben. Es ist total okay, dass man mal unsicher ist. Aber ich glaube, wenn man das nicht in Kontakt bringt und das in sich hineinfrisst und das so ein großes Ding ist für einen, dann sabotiert man es auf alle Fälle selbst. Ja, steht sich selber krass im Weg, die Nathalie. Wenn man jetzt nicht attached ist, ja, egal, hat man da eine gute Zeit. Aber ich glaube, jetzt so langsam haben einige Frauen schon so Emotionen entwickelt, ob die so echt sind.
kann man jetzt irgendwie nicht sagen, ne? Weil das ist ja schon auch krass kreiert. Das ist eine Princess, die auf dem Podest steht und die soll man toll finden. Die ist natürlich auch gecastet, die wird ganz besonders in Szene gerückt und so weiter. Und ja, ich glaube, dass das tatsächlich auch viel für so eine Projektion sorgt, weil man soll sich ja verlieben und das gehört ja zur Show. Und das bedeutet nicht, dass daraus nicht echte Emotionen entstehen können. Aber es macht halt die ganze Sache verzwickt. Ich glaube, es geht aber bei Natalie tatsächlich eher so ein bisschen um Validierung und Bestätigung. Also sie möchte jetzt quasi diese Validierung von Madeleine haben. Und deswegen ist sie da richtig doll drin. Wie sieht es denn eigentlich so mit Social Media bei dir aus? Ich kann das gar nicht bei dir einschätzen. Machen wir einen kleinen Couple-Kanal danach? Ja, ich habe Social Media ganz oft deaktiviert. Ich habe immer, genau, immer Breaks. Same. Mhm. Also ich mache auch immer so Social Media Breaks, wenn ich merke, boah, das draint mich irgendwie extrem und ich muss mich davon distanzieren. Ja. Und deaktiviere dann auch einfach meinen Account für ein paar Monate. Ja, ist gut, dass du das auch machst. Ich mache das auch immer im Januar, Leute. Da sage ich immer ciao, Kakao. Man hat unheimlich viel Zeitdruck, weil man mit Madeleine sprechen möchte auf dem Date. Und dann passt man die ganze Zeit für sich im Kopf den Moment ab, wann man halt mit ihr ins Gespräch geht. Ja, und das kann ich verstehen. Und ich glaube, Nathalies Struktur ist für dieses Format einfach absolut nicht geeignet. Also für sie selber, ne? Für die Showmacherin ist das natürlich super, weil sie jetzt auf alle Fälle so dargestellt werden kann. Das sagt wieder so viel über deinen Charakter aus. Richtig, richtig toll. Ja. Elena ist ja wirklich eine sehr attraktive Frau, die irgendwie auch sehr gut flirten kann und sehr charming ist. Aber manchmal denke ich mir, ist dieses Komplimente machen so sehr floskelhaft. Also sie sagt dann so Sachen, vielleicht sind vorherige Bemerkungen auch rausgeschnitten, wo ich mir denke, hey, woher kommt denn das jetzt? So, das hört sich zwar schön an, aber ich check nicht, woher es kommt. Also weil sie jetzt eine Social-Media-Pause macht, ist sie ein toller Mensch mit einem ganz tollen Charakter. Es sollten mehr Menschen wie dich geben. Ja, dito, ne? Okay. Ja. Danke schön. Und dann wird noch mal was draufgesetzt. Also da ist Elena gut mit Honig ums Maul schmieren. Oh Mann. Kann ich ablösen? Natalie. Wenn Madeleine wirklich so genervt wäre, warum schmeißt sie da nicht raus, ne? Also das ist für mich Schnittarbeit. Ich glaube nicht, dass Madeleine das zu dieser Situation gesagt hat. Let's go. Let's go. Glaube ich nicht. So, das könnte im richtigen Leben funktionieren. Dafür kenne ich dich tatsächlich noch zu wenig. Mhm. Dafür müsste ich noch Dinge über dich erfahren, Zeit mit dir verbringen. Mhm. Und du? Ja, auch. Aber ich würde mir halt wünschen, dass wir zumindest die Zeit, die wir hier haben, gut nutzen. Mhm. Um uns kennenzulernen. Ja. Also auch wenn das natürlich nicht der Realität entspricht, es ist halt die einzige Zeit, die wir haben. Weißt du? Mhm. Ja. Die Dynamik zwischen den beiden stimmt halt nicht, ne? Also beide sind irgendwie super angespannt beieinander und irgendwie habe ich das Gefühl, Madeleine erwartet auch so von Natalie, dass sie sich mal locker macht. Und das setzt aber Natalie dann noch mehr unter Druck, sodass sie noch weniger locker macht. Also wenn sie dann so Sachen sagt, ist es, glaube ich, eher ja, nicht so förderlich, sage ich mal, für Natalies Verhalten. Aber es ist halt für mich echt irgendwie schwer. Mit mir zu reden? Nee, nicht mit dir zu reden, sondern mich generell fallen zu lassen und in so einer Situation zu sein, wo irgendwie 10 Frauen dich gut finden und ich ja auch schon weiß, dass da ja auch schon körperlich Dinge passiert sind und so. Und das setzt mich natürlich auch ein bisschen unter Stress so. Warum? Warum setzt das einen unter Stress? Also weil das zwischen uns noch nicht passiert ist. Natürlich setzt einen das unter Druck, oder? Also wenn einen das überhaupt nicht touchen würde, dann hätte man ja keine Feelings für sie. Also dann wäre es ja sowieso Wumpe, oder? Oder sind Leute so zen, dass ihnen das einfach komplett egal ist? Das wäre nicht schlimm. Die Gespräche mit Natalie sind ja oft sehr sorgenbehaftet und das lässt einfach nicht so viel Platz für diese Kennenlernthemen. Ich meine, es ist ja eine Konkurrenzsituation kreiert, aber wisst ihr, was ich meine? Es ist, finde ich, komplett natürlich, dass man sich darüber dann Gedanken macht und sich vergleicht. Ich habe halt wirklich Interesse an dir. Ja, ich auch an dir. Ja, ist so. Das ist ja das Konzept! Und ich möchte die Zeit, die wir haben, schön nutzen. Ja. Ich auch. Ja, dann ist sie doch schön. Hallo. Hast du schon gedacht, ne? Habt ihr das weiterzugehen? Gerne.
Und es ist so funny, weil die jetzt auch die beiden unterbrechen. Und da ist jetzt so eine schöne Calmer-Musik hinten dran. Danke für das Gespräch. Danke. Ich weiß nicht, was genau das ist und auch wenn sie mich echt todesfrustriert. Not a good dynamic, wenn man todesfrustriert ist, ne? Fühle ich mich krass angezogen zu ihr und deswegen bleibe ich da noch am Ball. Ich würde sagen, da scheitert es wahrscheinlich an der Kompatibilität. Ich habe das Gefühl, beide können nicht sie selber sein, wenn sie beieinander sind. Magst du Ananas? Ja, sehr, tatsächlich. Ich habe jetzt genug Elefanten gefuttert. Das ist ein sehr großes Stück. Einmal abbeißen. Sehr playful hier. Darf ich die andere Hälfte essen? Mhm. Ja? Mhm. Möchtest du mir das anreichen? Ja, Melanie, passt es nicht so? Die Bananen so. Ja. Schmeckt. Sexuelle Spannung zwischen Madeleine und mir. Weil unsere Augen. Also, die Ananas schmecken mir ja schon ziemlich gut. Elena schenkt mir Aufmerksamkeit mit Gesten, die aber auch ins Romantische und Sexuelle gehen. Und das finde ich richtig gut. Die macht das echt. Macht das sehr gut. Das ist gut, weil dann schmeckt man besser, oder? Habe ich auch gehört. Hat das schon mal jemand probiert? Das habe ich auch gehört. Nee, danke. Ja. Hast du schon mal? Ja. Natürlich hat Elena das schon mal getestet, ne? Also, ich selber oder? Was denn jetzt? Ananas. Wenn man Ananas isst, muss ja auch einer ein Feedback geben irgendwie dazu, ja, ne? Ja, das stimmt. Melanie ist so richtig still geworden, ne? Die hat nicht so Bock mehr, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe oder ob das wirklich so war, aber ich habe da einen minimalen Geschmacksunterschied schon gemerkt. Ja. Klaro. Ich habe eine sexy Bucketlist und da steht halt auch drauf, dass ich mal... Wundert mich nicht, dass du was hast. Das wundert mich nicht, habe ich gesagt. Dass ich mal wirklich eine Woche lang ganz, ganz viel Ananas zu mir nehme, weil ich sehr neugierig bin, ob das so ist, wie man sagt. Was würde denn bei euch draufstehen? Bei mir steht Rollenspiel drauf. Rollenspiel? Ja. Was für ein Rollenspiel? Ja, so Catwoman und Batman irgendwie, dass alle Catwoman sind. Nur, dass dann halt zwei Catwoman da sind. Ja. No place for a Batman. Nö. Bei mir ist schon einiges abgearbeitet von dem, was ich machen wollte. Okay, da ist also nichts mehr drauf, was du noch ausprobieren wollen würdest. Die Nathalie, die ist eine Erfahrene. Nee, fällt mir zu spontan nichts ein. Also ich bin jemand, der sehr sexuell ist und auch denkt und so, aber so da in so einer großen Runde drüber zu sprechen, fällt mir sehr, sehr schwer. Da habe ich schon viel, viel gemacht. Ja, kann ich aber auch verstehen. Ich meine, da sind Kameras und so auch drauf, ne? Melanie, dich würde ich fragen, ob du noch bleiben möchtest. Ja, gerne. Da ist die Elena nicht so begeistert von. War die Situation zwischen dir und Melli gut? Ja, ich fand schon, ja. Okay, schön. Melli ist total die easy Frau und wir haben es miteinander geklärt, ja. Okay, perfekt. Ich glaube auch einfach, dass es ein riesen Missverständnis war. Also, sie hat ja gedacht, dass ich irgendwie verrate, dass ich, dass ihr da alle rumgemacht hat im Pool. Ja, das war ja auch so, ne? Und das habe ich ja nicht gemacht. Also, ich finde das schon krass, dass Nathalie da einfach so beinhart lügt. Hast du nicht mit ihr darüber geredet, mit der Madeleine? Ich habe Madeleine gefragt, wie sie das fände, wenn ich ihr im Haus rummachen würde. Wie fändest du das, wenn die hier knutschen? Oh, okay, was habe ich verpasst? Aber es wäre auch okay gewesen, wenn du es gesagt hättest. Nein, aber hab ich aber kacke wäre es halt gewesen, wenn du gesagt hättest, nee, hast du nicht, aber hast du im Endeffekt gemacht. So, das ist ein Unterschied. Und die Leute hatten hier auch Spaß, auf jeden Fall. Weil sie lügt ja einfach. Und ich checke nicht, warum sie es macht, weil es wird ja rauskommen. Also es macht gar keinen Sinn zu lügen. Ja, aber habe ich ja nicht. Ja, okay. Es ist halt wieder ein Zeichen von Unsicherheit. Sie wollte das halt sagen, wahrscheinlich, um sich halt besser darstellen zu lassen, so von dieser Situation aus. Was jetzt vielleicht nicht die allerbeste Idee war. Und ich kann mir vorstellen, dass das aus einer sehr impulsiven Handlung entstanden ist, dass sie das so einfach so als den Weg dann jetzt gesehen hat, um schnell mal sich ein bisschen besser dastehen zu lassen. Und dann hat sie sich aber geschämt, weil sie wusste, fuck, ich habe die anderen jetzt eigentlich in die Pfanne gehauen. Und wenn ich das jetzt zugebe, kriege ich hier richtig Stress. Den Stress will ich mir nicht antun. Dann lüge ich. Wenigstens für jetzt. Schwierig. Ne, ich habe Madeleine lediglich gefragt, wie wäre das für dich, wenn ich im Haus rummachen würde? Und dann hat sie mich gefragt, wieso? Und dann habe ich gesagt, nur so. Und dann hat sie gesagt, ist es hier spicy im Haus geworden? Und dann habe ich gesagt, dazu sage ich nichts. Ja, stimmt ja nicht.
Okay, interessant. Schau mal, also die gute Princess, die ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und dann kann sie sich natürlich denken, dass unter den Mädels was lief. Und es ist nicht so ein netter Move von ihr. Ja, und Eis und riecht den Braten und will jetzt eigentlich so aus sich herauskitzeln, aber no chance. Also einfach nur falsch. Ja, dass sie das halt jetzt nicht zugibt, das würde mich auch aufregen. Das ist nicht mein Bier, ihr zu erzählen, wenn ihr rummacht. Mhm. Macht, was ihr wollt. Ja. Okay. Und das ist das, was mich so extrem verletzt hat. Oh. Weil ich mir gedacht habe, wie kannst du von mir denken, dass ich so eine Bitch bin? Oh, das finde ich jetzt irgendwie krass. Das grenzt ja schon an Manipulation. Oder ist das schon Manipulation? Im Endeffekt dreht sie es ja jetzt um und inszeniert sich selbst als Opfer der Situation. Also, dass sie enttäuscht ist, dass man ihr das überhaupt zutraut, dass die Leute das einfach von ihr denken, das kann sie ja gar nicht fassen. Das enttäuscht sie jetzt, das verletzt sie. Basically hat Natalie gelogen. Sie dreht es um. Krass. Okay, krass. Ja, das denkt sich Aysun auch. Die hat ein Gut-Feeling, ne? Die denkt so, ja, nee, ich weiß hier, wie der Hase läuft. Das hat mich menschlich getroffen. Ach so. Das hat sie menschlich getroffen? Kann nicht mehr. Ich persönlich denke, dass die Natalie sich einen Vorteil damit erschaffen möchte. Sie möchte Madeleine zeigen, dass sie gefühlt die Einzige ist, die es wirklich richtig ernst meint. Und aufgrund dessen hat sie das Thema gedroppt. Möchtest du Melly darauf ansprechen, dass... Nee, ich glaube, das ist geklärt. Ihre Unsicherheit versucht sie mit schlechten Methoden umzuwandeln und zu kompensieren. Und das ist schon auf Dauer hart. Diese Aktion hat so leicht narzisstische Züge, ne? Also ich will nur sagen, narzisstische Züge haben wir alle. Das bedeutet nicht, dass jemand eine Narzisstin oder ein Narzisst ist. Aber, oder diese Persönlichkeitsstörung oder so. Aber das sind narzisstische Tendenzen, wenn man Dinge dann so umdreht und sich selber als Opfer inszeniert am Ende. Obwohl man eigentlich die Person war, die das gemacht hat. Das ist eine sehr destruktive Haltung auf alle Fälle in dieser Situation, weil es wird ja rauskommen. Und im Endeffekt versucht sie jetzt so, die anderen sich schlecht fühlen zu lassen für etwas, was sie kreiert hat, was sie gemacht hat. Kommen wir zum Einzeldate von Melanie und Madeleine. Auch tatsächlich eine Zeit lang mich mega gut ernährt, mega gesund, habe immer gekocht. Und das tat mir auch sehr gut. Mhm. Ich bin nur tatsächlich ein bisschen zu depressiv, um mich gesund zu ernähren. Und was machst du jetzt gerade dagegen? Also machst du eine Therapie oder? Ja, okay. Genau, ich bin in Therapie. Stark, finde ich gut. Ja. Finde ich richtig gut. Melanie reagiert total cute da drauf. Ich fühle mich bei Melanie so wohl, dass es mir leichter fällt, über ernste und intensivere Themen wie mentale Gesundheit zu reden. Das ist ein gutes Zeichen. Hast du schon mal Therapie? Oder ja, ich mache seit anderthalb Jahren eine tiefenpsychologische Analyse. Mhm. Ja. Ach krass, voll gut. Ich gehe einmal die Woche dorthin und es hilft mir wieder, mich selber zu fühlen und auch zu fühlen, welche Situation triggert mich vielleicht und warum triggert sie mich, woher kommt das Ganze. Hallo, wer ist denn hier? Hallo, du kleine Birne. Nö? Ja, hallo. Oh, Pauli-Maus. Da ist er wieder. Die süßeste Maus der Welt. Mit Milo natürlich, durch den Haar. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne tun. Es ist sogar kostenlos. Wupp, wupp. Weil ich denke, dass alles, was mir wehtut oder was ich fühle, seine Berechtigung hat. Und ich versuche, das immer mehr zuzulassen, weil ich mich halt komplett davon abgeschottet hatte. Ja. Dann als Ventil das Ritzen verwendet habe. Und das ist ja ein Verhaltensmuster, was einem gar nicht gut tut. Ja. Und das mit gesunden Verhaltensmustern zu ersetzen, ich denke, das ist das Beste, was man machen könnte. Ja, das finde ich voll schön, dass du das... Ja, es ist wichtig, den Weg zu gehen. Voll. Ich finde es auch voll stark, dass Melanie das so teilt in der Öffentlichkeit. Ne? Ich denke, dass es für uns beide ein großer Step ist, so aufeinander zuzugehen, weil wir beide ja eher ängstlich sind, verletzt zu werden in Situationen. Und es ist total schön, sich jemandem anzuvertrauen, der auch so verletzlich ist. Schön, dieses Gespräch. Bist du tendenziell ein Mensch, der viel nachdenkt in Situationen? Ja. Ja, wie ist es bei dir? Ich bin auch so. Ja. Ja, ich denke super viel nach. Über. Das ist krass, Melanie spiegelt auch Madeleine. Ne? Also die Bewegung, müsst ihr mal drauf achten. Das macht man immer, wenn man eine andere Person sehr sympathisch findet und sie sehr mag. Hat was mit Empathie auch zu tun. Situationen und auch noch extrem lange. Ich würde sagen, ich bin auch ein bisschen nachtragend. Ach echt? Ach krass. Mhm. Leider ja. Leider ja. Leider ja. Bitte, ich bin überhaupt gar nicht nachtragend. Es ist schwer für mich, wenn jemand nachtragend ist mit mir, weil ich brauche einfach so einen klaren Schluss
Und dann brauche ich auch irgendwie jemand, der mir ein Gefühl vermittelt, dass alles gut ist und dass ich geliebt werde. Und das ist halt schwierig, wenn die Person aber in dem Moment nachtragend ist. Naja, nachtragend kann ja jetzt vieles Verschiedenes bedeuten. Ich glaube, da ist halt viel Interpretationsspielraum. Und ich finde es eigentlich sehr erfrischend, dass Melanie direkt so auch so nicht ganz so hübsche innere Punkte teilt, sondern auch mal so die düsteren Sachen mehr oder die negativeren, in Anführungszeichen, weil die haben wir ja alle. Und irgendwie finde ich das total cool, das so direkt auf den Tisch zu packen. Schön, dass du hier bist. Dankeschön, schön, dass ich hier sein darf. Und das finde ich halt irgendwie auch spannend, dass in dem Moment eigentlich eine positive Reaktion kommt, obwohl die Reaktion ja eigentlich gar nicht so positiv ist. Dann muss ich mich jetzt auch gleich verabschieden von dir. Geflasht, ja. Musste es noch ein bisschen verarbeiten. Ich fand es richtig schön, ich fand es auch romantisch. Ja. Ich fand das Gespräch mit Melanie im Großen und Ganzen sehr gut. Wir haben viele Überschneidungen gehabt. Aber die Schwierigkeiten, die sie hat, ihre Emotionen zu kommunizieren, in Kombination auch mit dem Nachtragendsein, da habe ich echt ein bisschen Angst. Und deswegen bin ich tatsächlich ein bisschen verunsichert jetzt. Ich finde aber tatsächlich, so, Melanie hat bisher Emotionen sehr gut kommuniziert und naja, also, Das wird emotional. Oh nee, Leute, ich hab doch PMS. Ha, Nina. Liebe Ladies, voller Stolz präsentieren wir heute unsere glanzvollsten Looks und teilen ganz persönliche Wünsche. Wie stellt ihr euch eure goldene Zukunft vor? Notiert eure Wünsche auf einen Zettel und lasst uns gemeinsam in eine strahlende Zukunft blicken. Ja, so ein bisschen wie die White Knight bei Prince Charming, ne? Sich mit der Zukunft beschäftigen heißt für mich auch gleichzeitig immer zu gucken, okay, was hat in der Vergangenheit oder im Hier und Jetzt nicht gestimmt. Und das sind viele Sachen bei mir, die mich halt einfach traurig machen. Deswegen finde ich das so schwer, weil das dann nochmal ein ganz aktives Nachdenken darüber ist, was gerade bei mir und auch in der Welt und in unserer Gesellschaft einfach nicht cool läuft. Ist alles nicht so emotional, Leute. Das ist nicht so der. Das geht gerade tatsächlich. Ich bin gerade ein bisschen drin. Bei Elsa fällt mir auf, sie verhält sich halt so, wie sie denkt, dass sie sich verhalten muss vor Madeleine, um sie zu erobern. Also es geht viel darum, quasi erfolgreich zu sein am Ende. Schwierig. Darum einfach aufzuschreiben, was man fühlt und denkt, ne? Das ist nicht so emotional irgendwie. Ich habe so 1000 Vorstellungen von meiner Zukunft. Jetzt muss ich das alles auf so einen kleinen Zettel irgendwie bringen. Und gleichzeitig muss es natürlich auch noch deep und poetisch sein. Und nicht heulen schon alle die ganze Zeit, weil die so eine krasse Sachen schreiben. Okay, ich will doch nur ein Ferrari haben und ein schönes Haus und genug Geld. Ob sie das auch Madeleine so sagen würde? Aber ich würde mir die Madeleine gern schnappen und würde irgendwie sagen, hey, du hast mich heute gefragt, ob wir zueinander passen, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich würde so ein paar crazy Dinge auch über mich erzählen, damit du gucken kannst, ob ich zu dir passe. Okay, da bin ich mal gespannt, was für crazy Dinge das sind. Cheers! Cheers! Oh, da wird ganz schön getanzt, Leute. Ja. Direkt schon mal ein bisschen entführen, ja, kurz. Gerne. Spaß gehabt. Gehen wir nach oben? Ja. Cool. Hallöchen! Okay, und jetzt muss ich leider... Naja. Ich finde, Nina ist einfach so unfassbar authentisch. Kann mich auch nicht sitzen auf dem Kleid. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Mir ging's an sich auch gut nach dem Übernachtungsdate, aber es ist einfach viel noch mal mehr hochgekommen, weil wir jetzt mehr Zeit hatten. Ja, und irgendwie, ich merke schon, dass ich schon Druck spüre. Irgendwie. Und auch so nahbar, finde ich, die. Habe ich das Gefühl, ich war am Anfang ein bisschen lockerer. Aber jetzt habe ich mich halt schon irgendwie ein bisschen geöffnet und hätte auch schon Lust noch mehr. Und ich habe schon das Gefühl, dass da viel ist so an Gemeinsamkeiten und Sachen, die uns irgendwie verbinden. Aber das ganze Setting ist nicht so einfach für mich. Ja, das kann ich mir vorstellen, ne? Also ich finde es auch absolut nicht einfach. So eine Frau habe ich mir irgendwie immer gewünscht. Und jetzt ist da so eine, so in Reality. TV. Und doch ist sie so weit weg. Und dann irgendwie macht mir das Angst. Ja, verstehe ich. Zu 100%. Und das wollte ich dir einfach sagen. Und außerdem habe ich PMS. Was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich mich sehr verbunden zu dir fühle. Und ich fühle mich immer sehr, sehr wohl in deiner Nähe und wenn wir reden. Ja, ich fühle mich sehr wohl mit dir. Und ich bin einfach gerade so ein bisschen am
ja, herausfinden, wie die Gefühle so einzuordnen sind. Voll. Und das ist jetzt so krass, weil sie sagt eigentlich ähnliche Sachen, die Natalie oder auch Melanie gesagt haben, dass sie es schwierig empfinden, die Situation und auch so dieses Konkurrenzding und das Vergleichen. Und bei Nina reagiert sie aber ganz anders. Sie gibt ihr ein sicheres Gefühl. Ja, und das ist doch wirklich eine schöne und ehrliche Antwort, die so auf Nina eingeht. Die finde ich toll. Das ist auch das, was ich so gefühlt habe. Und ich weiß, das ist das Game irgendwie hier. Danke. Warte. Darf ich? Bei den beiden träume ich mir zumindest aus, vielleicht ist auch meine Projektion, dass die so eine gesunde Beziehung hätten. Weil die so gut miteinander reden können und das so ausgeglichen wirkt. Also für mich ist das die ausgeglichenste Konstellation von allen. Und ich habe auch den Eindruck, dass beide so sein können, wie sie sind. I like. Ich würde einmal sagen, dass ich wirklich interessant finde. Und auch Lilly versucht, hier noch einen Stein im Brett zu schlagen. Sagt man das so? Und so attraktiv sowieso, aber auch wirklich das Gefühl, wir haben irgendwie gleiche Werte und gleiche Ansichten. Das ist mir schon sehr wichtig. Ja, verstehe ich. Mir ist auch bewusst, dass du mit anderen Frauen hier schon weiter bist. Aber ich finde, dass du eine tolle Frau bist. Danke. Da reagiert sie ganz verhalten drauf, Madeleine. Für mich ist es total schwer, die richtigen Worte zu finden, wenn mir eine Person gegenüber sitzt, die sich sehr öffnet und emotional wird. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, ja. Und bei der sie jetzt nicht so das erwidern kann, ne? Ich hasse das. Ich kenn's heute ein Date. Ich gehe heute mal reden. Nee. Doch? Nee. Hatte ich ein Date? Nee, ist mir doch egal. Ganz neue Seite gehabt. Okay. Jemand ist auf den Geschmack gekommen. Okay, dann gehe ich jetzt einfach. Ja. Trotzdem. Elsa ist so no regret. Ich bin heute auf Angriff, was soll ich sagen. Ich finde es ja auch ein bisschen witzig. Es ist auch ein bisschen krass. Sie sieht das so und klatscht in die Hände so, hey, here I am. Ihr umarmt euch, ihr seid emotional. Fuck it, ich bin da. Hey, Sweets. Darf ich stören? Oh nein. Alles gut. Soll ich mal gehen? Madeleine, so eigentlich würde ich gerne, dass du da bleibst, aber ja, geh mal lieber. Komm gleich wieder. 2 Minuten. Ja, vielleicht in 2 Minuten. Ja. Alles gut? Ja. Mann. Ich bin eh so emotional heute. Naja, und danach kriegt natürlich Elsa ihre Zeit. Wie geht's? Ja. Emotional. Viel einfach, oder? Voll. Ja. Date hinter Date hinter Date hinter Date. Ja. Und es werden immer weniger Frauen. Voll gut. Okay. Und wenn du gehst? Ich gehe nicht. Warum nicht? Weil du mich magst. Oh. Und woher weißt du das? Sich. Confidence. Elsa ist sehr selbstsicher, was sexy ist, aber auch gefährlich sein kann für beide Beteiligten. Aber warum denn? Aber ich mag die anderen Frauen auch alle sehr. Weiß ich. Ist auch schwer. Wir sind auch alle relativ toll. Relativ toll. Sie braucht jemanden, der mal sagt, wo es lang geht. Sie hat mir schon gesagt, sie hat Entscheidungsschwierigkeiten. Dann entscheide ich, fertig. So, habe ich kein Problem mit. What the fuck? What the fuck? Sie braucht jemanden, der ihr zeigt, wo es lang geht? Hat sie das wirklich gesagt? Das hört sich an wie so ein Hetero-Cis-Mann, der irgendwie glaubt, dass seine Frau sich nicht entscheiden kann und er die Führung übernehmen muss. Ich glaube, Madeleine könnte das schon sagen, wenn sie das möchte. Dass mich ja nicht auf ein Date entführt. Nicht auf ein Date entführt. Genau. Mhm. Dementsprechend hatte ich einige Zeit zum Nachdenken. Mhm. Für mich war interessant die Frage, ob ich dich im echten Leben interessant finde. Oh, okay. Und ja, die Antwort war ganz klar. Kann sie doch gar nicht sagen da drin. Ja, würde ich. Das ist gut zu wissen. Deswegen bin ich auch heute mal eine von vielen, die mit dir redet. Es ist ja großzügig, dass Elsa sich da niederlässt. Ja, ich war tatsächlich ein bisschen surprised. Mhm. Außerdem hast du was Fieses zu mir gesagt in der letzten. Echt? Oh ja, stimmt.
Wir hatten wirklich sehr schöne Momente, aber du solltest dich darauf auch nicht ausruhen. Ich finde das total spannend, ne? Weil ich das auch so erlebt habe bei... Okay, jetzt ein Nähkästchen-Plauderei. Schon wieder vergessen, sorry, eine von vielen. Oh, du bist so frech. Du bist so frech. Wenn man solche Arten von Menschen datet und denen dann so richtig eine Ansage macht, beziehungsweise sagt, also bis hierhin nicht weiter, und einfach so richtig Konter gibt, da fahren die richtig drauf ab. Aber das ist ja auch, du kannst ja nicht die ganze Beziehung lang Konter geben. Das ist ja voll anstrengend. Ob das Bestand hat, Leute. Für mich fühlt es sich mit ihr sehr vertraut an. Das ist nie so, dass ich irgendwie jetzt so krass den Körperkontakt suchen muss. Er entsteht einfach, wenn wir miteinander sprechen. Wir wollen, wenn wir reden, uns nicht nur anschauen, sondern uns auch berühren. Und das ist super schön. Teasing, Teasing, Leute, ne? Das ist einfach ein kleines Spielchen hier. Die Gespräche mit Elsa tatsächlich immer... sehr schön, weil einfach so ein kleiner Flirt dabei ist oder so ein Necken. Also es ist einfach der perfekte Mix. Ich wollte dich einfach fragen, ich bin sehr kommunikativ und ich kann gar nicht richtig einschätzen, so, ob du dich zu mir hingezogen fühlst. Was ich dir halt sagen kann, ist, dass ich jede Frau, die gerade noch hier ist, also definitiv auch du, ich habe da wirklich großes Interesse. Ich habe heute überlegt, ob ich dich frage, ob ich dich küssen kann. So. Aber eigentlich möchte ich wirklich das fühlen zuerst und dann fragen. Darf ich stören? Ja, nur noch den Gedanken beenden. Ja, danke. Ich habe das Gefühl, wir kommunizieren und ich habe das Gefühl, da ist was, worauf es aufzubauen, worauf man womit dann weitermachen könnte. Schön, dass ja, da ist irgendwie kein sexy Vibe, ne? Ich würde gerne filmen, während man schläft. Und dann schauen wir das, während wir Sex haben, auch an. Okay, warte mal ganz kurz. Was geht eigentlich mit Natalie jetzt ab? Hat die das jetzt einfach gedroppt, so während die da so random langgelaufen sind? So, was fiel mir ein? Okay, nochmal bitte. Mir ist eingefallen, was auf meiner Bucketliste steht. Ach so, die sexy Bucketlist. Also ich würde das gerne filmen, während ich Sex habe. Du würdest, okay, ja. Ich würde uns gerne filmen, während wir Sex haben. Uns? Wie, Madeleine, das ja wiederholt, ich kann nie mehr. Also ist ja jetzt auf dich bezogen, ne? Ja, ja. Und mir das anschauen, während man Sex hat. Ich bin manchmal einfach verwirrt. Ich kann nicht mehr irgendwie. Natalie ist schon eine Marke, ne? Okay, also erst Sex und Filmen und dann nochmal Sex und das anschauen. Ja, aber man kann auch beides währenddessen machen. Man kann ja länger Sex haben. Also, schon wieder so verkauft. Wieso? Also ich bin auch eine Person, die oft kommt. Ist ja schön für Sie. Tatsächlich. Okay. Das ist gut. Das freut mich für dich. Und du? Fragt die das jetzt gerade wirklich? Ob ich oft komme? Kommt auf die Person an, ne? Aber kannst du das? Also ist das was du? Ja. Okay. Keine Ahnung. Kannst du das? Liegt das im Rahmen deiner Fähigkeiten? Kannst du kommen? What the fuck? Stellt euch mal vor, sie könnte das jetzt nicht. Dann wäre es so krass unangenehm. Schon arg unsensibel, ehrlich gesagt. Arg unsensibel. Gibt ja auch ein paar Frauen, die damit Problemchen haben. Ich fände es so schade, wenn du mich nicht kennen würdest und dann gehen lässt. Wenn du mich kennen würdest und mich gehen lässt, ist es okay. Und deswegen nutzt mir jetzt die Zeit. Ja. Ich habe mir überlegt, ich würde ganz gerne dir so ein paar Dinge über mich erzählen. Gerne. Und jetzt geht's los, Leute. Also, ich bin eine Person, ich mache Kickboxen und gleichzeitig spiele ich gerne Golf. Golf? Ach, leicht. Oh, Scheiße. Schon cool. Ey. So random, Leute, ich kann nicht mehr. Oh. Warte mal ganz kurz, du spielst wirklich Golf? Nein, aber ich find's cool. Hä, sie spielt's doch nicht. Ach so. Ich find's cool. Ich check diese Frau auch nicht, ne? Also ich habe das Gefühl, dass ihre Taktik ist, einfach Verwirrung stiften, damit sie im Kopf bleibt. Siehst du auch so, Milo? Ich war einfach mal in einem Antiquitätenladen und habe mir einfach spontan Klavier gekauft. Sie ist also sehr impulsiv. Ja, weil ich es geil fand. Und kannst du spielen? Nö. Irgendwie habe ich so ein bisschen Neurodivergenz-Vibes, aber kann auch voll falsch liegen. Ja. Ich fahre Motorrad. Echt? Ja. Ich wusste, dass es dir gefällt. Und sie mag das Risiko scheinbar. Ich wusste es. Hey, bist du echt? Ja, ich habe auch ein Motorrad. Oh, sexy. Ich find's süß, ich find's sympathisch, wie sie es kommuniziert. Ja, Madeleine hat sich an der was gefressen, ne? Hallo. Das darf ich euch nochmal stören? Warte, ja, kurz, bitte. Warte kurz, bitte. Okay. Kannst du kurz zur Seite gehen? Natürlich. Danke. Grenze. Ich hätte dich voll gern geküsst irgendwie. Weil ich finde das voll wichtig, auch zu gucken, ob das passt.
Warte mal ganz kurz, das ist ein crazy Team-Chain. Das ist typisch ich. Einfach random Geschichten ausplaudern. Melanie ist schon ein bisschen funny. Ich wollte einfach, dass du weißt, dass ich auf jeden Fall noch ein paar Facetten habe. Finde ich schön. Ja. Du kannst gerne öfter zu mir kommen und über dich erzählen. Finde ich gut. So, und jetzt ist Alaina an der Reihe. Oh, ich will ein kleines Geschenkchen für dich machen. Love Language Gift ist bei Alaina auf alle Fälle ganz groß geschrieben, Leute. Es passt einfach zum heutigen Tag und ich habe es gesehen und ich muss dir das jetzt einfach geben. Das ist meine Love Language. Einmal die Augen zu machen. Jetzt sagt sie sogar selber mit der Love Language. Ich hoffe, du lachst. Die kleine Ananas. Lustig oder lustig? Ja, ne? Ich dachte, das passt perfekt zu deiner Sex-Bucket-List. Das passt sehr gut zu meiner Sex-Bucket-List. Jetzt geht's los, Leute. Ich würde tatsächlich gerne wissen, wie es sich anfühlt, dich zu küssen. Ja? Ich würde es einfach recht wissen. Ja, man muss ja erstmal Probe fahren, ne? Bevor man die Katze im Sack kauft. Mit Alaina war sehr leidenschaftlich. Ich glaube, das war bisher der leidenschaftlichste Kuss von allen. Ja, ich glaube, bei denen passt die Chemie auf alle Fälle auch sehr. Ja, es war einfach so ein Kuss, wo es funkt, wenn man das so sagen kann. Hat rum da hinten, glaube ich. Ich hasse das. Jess, du was? Ja, Princess Charming halt, ne? Oh. Während Jess es hasst. Freut sich Nina. Der Kuss mit Madeleine war sehr schön und leidenschaftlich. Ich habe da auch was gespürt, aber ich weiß nicht, ob mir das Gefühl reicht. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ich heute einfach bleibe und sie dann einfach noch besser kennenlernen kann. Ich finde das gut, dass Alaina auch so von ihrer Seite aus guckt, ne? Ob es passt. Ich fix dich, du fixst mich. Ja. Fixen oder? Ich hab gerade gedacht. Oder finden. Freudscher Versprecher, Leute. Ich wünsche mir, dass ich mit meiner Partnerin Arm in Arm am Badesee liegen kann, ohne dass ein Cis-Mann uns heimlich filmt. Eine Welt, in der niemand von der eigenen Familie verstoßen wird. Ich wünsche mir, dass mir bei meiner Kinderplanung keine diskriminierenden Steine in den Weg gelegt werden. Ich wünsche mir, dass wir uns in Zukunft nicht mehr fragen, ob wir Männer, Frauen oder non-binär sind, sondern dass wir verstanden haben, dass wir alle Menschen sind. Ich werde ein liebevoller Fels, geformt vom Leben sein, der seiner Familie voller Liebe Halt und Sicherheit gibt. Ich suche jeden Tag mit meiner Individualität, mit meiner Queerness ein Vorbild für meine SchülerInnen, für meine Mitmenschen und mein Umfeld zu sein. Schön. Ich wünsche mir, dass ich mich in meiner eigenen goldenen Zukunft so lieben kann, wie ich bin und dass ich stolz auf mich sein kann. Das wünsche ich uns allen. Ach Gott, die sind alle so wholesome. Die Zukunft ist bunt, queer und intersektional. Du hast wirklich ein unfassbar großes Herz. Kommen wir zur Entscheidung von Folge 6. Ich fühle mich immer super wohl bei dir. Du bist wirklich eine tolle, tolle Frau. Gabi muss leider gehen, genauso wie Aishun. Ich glaube leider aber, dass die Zeit ein bisschen knapp ist, um da einen richtigen Funken irgendwie bei uns zu spüren. Und auch Lilly muss gehen. Vielen, vielen Dank für deine tolle Art und dass man sich bei dir so wohlfühlen kann. Ja, das wird immer schwieriger, ne? Und wir steppen jetzt direkt rein in Folge 7. Hattet ihr euch gestern geküsst, Alaina? Ja, wir haben uns geküsst. Haben wir doch alle mitbekommen, dass da rumgezüngelt wurde. Und war's schön? Es war ein schöner Kuss, ja. Es war kein Rummachen. Schön. Ich will das auch so. Mhm. So, Nathalie stellt jetzt die wichtigen Fragen. Kann man sich könnt ihr euch in 2 Wochen verlieben? Könnte ich schon, vielleicht aber unter anderen Rahmenbedingungen. Mhm. Wenn ich mehr Zeit mit der Person habe, wenn ich nicht so diese Konkurrenz, dass man sich einfach anders fallen lassen kann. Hast du Konkurrenzdenken? Also empfindest Konkurrenz ist ein falscher Begriff. Ich glaube eher so dieses, hier sind einfach noch andere Frauen, die sie kennenlernen gerade. Hey, warum ist denn Konkurrenz ein falscher Begriff? Ich finde, das ist genau der richtige Begriff, weil nichts anderes wird dort kreiert. Konkurrenz. Konkurrenzdenken. Eine Person, auf die alle stehen müssen. Ein Love Interest. Und alle anderen müssen sich, ja, dafür interessieren eigentlich. Ich bin immer so ein bisschen
am Augenrollen, wenn ich so denke, ja, okay, wir können jetzt ein hübscheres Wort dafür finden, aber eigentlich ist es genau das, so. Ja, ja. Und die Sorge, sich noch weiter fallen zu lassen und zu öffnen, weil sie alle, die jetzt hier sind, natürlich toll findet. Ja. Das ist basically Konkurrenz. Und manche können das halt besser aushalten oder fühlen sich davon jetzt nicht so getriggert oder attached. Manche halt nicht. So, und jetzt unterhalten sich meiner Meinung nach die zwei Favoriten. Hast du schon viele Gruppendates? Nur eins. Ich hatte erst zwei Dates. Oh. Ich auch. Also wir sind gleich dran. Naja. Nee, du warst die ganze Nacht. Ich sag's dir, wie es ist. Ich bin noch nicht drüber hinweg, dass du es bekommen hast. Ist okay, du wirst dich noch damit abfinden. Weiß ich jetzt nicht. Tatsächlich. Wirst es müssen. Das ist korrekt. Glaubst du, du gewinnst hier? Keine Ahnung. Wirklich nicht. Was ist das denn für eine Frage? Ja, natürlich glaube ich, ich gewinne. Das hätte Elsa gesagt, ne? Würdest du sie im echten Leben kennenlernen wollen, wenn du sie triffst auf der Straße? Das sind so Fragen, auf die kann man ja gar nichts anderes antworten. Auf jeden Fall. Nee, würde ich nicht. Würdest du sie ansprechen? Ich bin immer so schwierig mit anschauen. Kommt auf die Situation dann, aber in einer Bar würde sie mir auf jeden Fall auffallen. Ja. Ja. So, und jetzt geht's zum Gruppendate. Es ist ein Action-Date heute. Action! Im thailändischen Dschungel. Und die Überraschung wird sein, dass wir hier ein bisschen Ziplining machen dürfen. Ziplining? Ich liebe Action, ich liebe Abenteuer. Und ich bin gespannt, wie die Frauen es gleich finden werden. Action, Action, Action! Wir haben es doch vermisst. Hallo. Hi. Hallo. Na? Na? Ich glaube, ich fände das ziemlich cool. Hi. Habt ihr das schon mal gemacht? Nein. Du hast Höhenangst, oder? Ja. Wie geht's dir? Oh, fuck. Ja. Ich bin ganz, also noch bin ich ganz entspannt, frage mich gleich nochmal. Aber ich habe schon Bock, das zu erleben. Ich echt? Das schon mit, ja, ich bin das, auch wenn ich Angst habe, kann man ja auch mal drüber hinausgehen. Aber frag mich danach nochmal. Coole Socke ist die Jazz, finde ich. Ne? Die wirkt so total bei sich und so sagt so, ja, ich habe Angst, aber ey, heißt ja nicht, dass ich sie nicht überwinden kann. Finde ich cool. Ein Bungee-Sprung wäre schlimmer gewesen. Echt? Ja, da hätte ich nein gesagt. Boah, ja, auf alle Fälle. Okay. Hatte ich auch Angst vor. Da hätte ich auch richtig doll Schiss vor. Ja. Ich hätte ja gesagt. Ja? Sehr gut. Klar. Natürlich hätte Elsa ja gesagt. Ist doch klaro. Soll ich mal zuerst? Let's go. Kommst du als Zweite? Elsa. Ja. Okay. Elsa hat doch keine Angst vor irgendwas. Ich fühle mich irgendwie so wie bei GDSM. Ich bin hier irgendwie eingeschnallt und hänge mich gleich irgendwo ran. Okay. Oh, ich liebe das Shirt. Sehr geil. Oh, das ist so schön, dass Madeleine das auffällt. Ich dachte nämlich auch gerade, steht da Klitoris? Ich hätte es gern auch. Danke. Okay. Manchmal treffen sich schon so unsere Blicke. Sie hat mein T-Shirt wahrgenommen. Und ich mag, dass ihr so Kleinigkeiten auffallen. Das ist eine coole Eigenschaft. Ich mag das auch total gerne. Ich finde auf jeden Fall nice, zusammen irgendwie neue Dinge, so wie das hier, voll, auszuprobieren. Ja, oder auch so diese Angst dann überwinden, wenn so irgendeine da ist oder man irgendwas nicht mag, dann machen wir es so erst recht, so, weil wir wollen das zusammen. Das wächst, man wächst so zusammen. Ja, das ist echt so. Das schweißt ja auch total doll zusammen, ne? Wenn man so Dinge gemeinsam schafft. Nö. Okay, jetzt geht's los. Und dann ist bei mir aber auch so, okay, ausblenden. Jetzt spring einfach, denk nicht nach. Oh Gott! Und genauso überwindet man Ängste, liebe Freunde in der Sonne. Einfach nicht nachdenken. Einfach machen. Einfach springen. Ja, und dann merkt man, ach, ist doch gar nicht so schlimm. Geil, war der richtig Spaß. Können wir nochmal? Alright. Das ist ja eine gute Sache. Ich kann es voll verstehen, ne? Als ich nach New York jetzt geflogen bin, alleine, war das auch bei mir so. Ich habe Angst gehabt, aber trotzdem dachte ich mir, nö, das kann ja koexistieren mit dem, dass ich da Bock drauf habe. Ich glaube, das ist einfach emotionale Reife. Gar nicht wertend gemeint, aber es ist eine Fähigkeit, sich dahingehend so emotional zu regulieren, dass man eben diese Ängste handeln kann im eigenen Nervensystem. Und hier spricht eine ehemalige Angstpatientin im Sinne von, ich hatte mal eine Angststörung. Oh, wie aufregend, wie cool. Danke für die Einladung, Madeleine. Ich fand das super. Das ist so geil, dass ich das noch mitnehmen durfte. Ich hätte es auch gern gemacht. Ich bin auch immer noch richtig stolz auf mich, einfach glücklich, dass ich es geschafft habe. Ja, und das Gefühl, nachdem man so eine Angst überwunden hat, ist unbezahlbar. Und da kann man auch stolz sein, finde ich. Auch, es hat dann auf einmal richtig gekribbelt im Bauch. Ja. Elsa war schon sehr fokussiert auf Madeleine. Angriff. Ja, aber auf wen denn sonst? Ich gehe jetzt dahin im Pressure State. Nichts hier im Pressure State. Genau das wollte ich hören. I'm ready. Moment. No. Und los. Nix Moment. Nichts Einzeldate. Wenn Nathalie das jetzt gesagt hätte, hätten die jetzt wieder so Horrormusik eingeblendet, Leute.
Mixer. Ich find's richtig schön mit euch. Obwohl das ganze Game ein Konkurrenzkampf ist. Ist das bei dir? Wie findest du? Ich würde schon sagen, ich habe einen kleinen Crush. Ich kann mir in gewisser Weise eine gewisse Zukunft vorstellen. Ich glaube, bei Melanie ist langsam der Druck zu groß. Das ist für mich einfach eine emotionale Situation. Ich denke, es ist einfach eine Angst, verletzt zu werden. Kann ich total verstehen, wenn man sich da emotional drauf einlässt. Ich glaube, die Chance, dort verletzt zu werden, ist relativ groß, ne? Ich denke, dass verletzt zu werden für mich bedeutet, dass ich mich auch wieder ein bisschen mehr zumauere. Und das möchte ich einfach nicht. Aber ich hole jetzt ein cheesy Zitat aus einem ganz alten Teenie-Film raus. Cinderella Story. Lass die Angst vor dem Schlag dich niemals hindern, das Spiel zu spielen. So, also hier ist der most inspirational YouTube-Kanal, ja? Ich finde es so schön, dass du das so öffnest. Ich finde es auch schön, dass sie sich so öffnet. Und Melanie glaubt, sie kann Emotionen nicht gut kommunizieren. Ich finde, das ist mit einer ihrer größten Stärken, zumindest in dem Format. Okay, und was machen wir als nächstes Action-Date-mäßiges? Hast du so eine Action-Bucketlist? Ich habe einfach eine Bucketlist und vieles da drauf ist einfach schon Action. Eine sexy Bucketlist, eine Action-Bucketlist. Halt aus Flugzeug springen, Paragliding, Bungee-Jumping. Elsa freut sich. Solche Sachen. Was steht bei euch auf so einer Bucketlist so drauf? Immer Action und Reisen. Ich möchte unbedingt die Antarktis besuchen. Oh, geil. Schon seitdem ich klein bin. Echt? Ja. Was magst du Kälte generell mehr als Wärme? Nee, ich glaube, ich mag Hitze eigentlich viel lieber. Aber also immer, wenn es schneit und man in so einer Schneelandschaft ist, ist es so ultra still. So eine clean aesthetic, Leute. Und ja, so es gibt so eine Ruhe. Krasse Ruhe. Mhm. Weiß nicht, irgendwie stelle ich mir das total schön vor. Und ein krasses Erlebnis. Ja. Action, Action, Action. Bei mir wäre es, glaube ich, jetzt nochmal eine Vulkanwanderung. Polarlichter, das sind so. Ich hätte gerne Massage. Einfach eine Massage hätte ich gern. Und eine heiße Schokolade. Mm. Ja, ist so actionreich, aber trotzdem. Also egal, ich finde Naturspektakel ist einfach immer so kraftvoll und inspirierend. Das ist einfach besonders. Ja. Polarlichter und Vulkanwanderung ist nicht actionreich. Ich finde es super actionreich. Für mich ist das eine Action. Ja, würdet ihr mit mir bis zum Basecamp Mount Everest gehen? Auf gar keinen Fall. Klar, mit dir, wir drei, komm. Alright, let's go. Nur Action, Action, Action. Dann jetzt von zwei von euch verabschieden. Und Elsa, dich würde ich fragen, ob du noch bleiben möchtest. Gerne. Wie gefreut, dass du heute mit aufs Date konntest. Ich habe mich auch richtig doll gefreut. Ja, ich habe mich richtig doll gefreut. Ich war zum Glück schon fertig. Ich war schon duschen morgens, weil ich gehofft habe, dass ich auf ein Date gehe. So selbstbewusst, ey. Ist doch aber gut, oder? Ja. Oder nicht? Ja. Ich bin noch hin und her gerissen, ob ich süß oder gefährlich finde, dass Elsa ja schon ready war, schon geduscht hat, schon sich vorbereitet hat und gehofft hat, dass sie aufs Date mitkommt. Hä, warum? Das ist einfach vorausschauend. Schön, dass wir jetzt mal reden können. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hatten zu wenig Zeit bis jetzt. Ja, obwohl wir direkt ein Einzeldate hatten. Ja, trotzdem nicht genug. Mhm. Was suchst du in der Beziehung? Was für Menschen ich suche, willst du wissen? Ja, also einfach, ja, was du in der Beziehung brauchst. Ich brauche jemanden, der mich sieht und der mir zuhört. Ich will, dass man sich gegenseitig auffangen kann, dass man füreinander da ist. Kommunikation, Ehrlichkeit, über Gefühle reden. Das ist so echte Nähe. Du? Love language, physical touch. Auch richtig, richtig gute, gesunde Kommunikation. Und selbst wenn ich mal irgendwie nicht so richtig drüber reden kann, brauche ich eine Partnerin, die spürt, dass was ist. Mhm. Und die aber jetzt nicht die ganze Zeit dann irgendwie Pressure macht, sondern die einfach nur da ist. Genau. Ja. Oder halt fragt, was brauchst du gerade so. Zum Glück haben wir das schon gemacht. Also sie erwartet dann von der Partnerin, dass sie merkt, dass was ist, ohne dass sie es sagt und dann für sie da ist. Erwartet aber selber Bombenkommunikation. Also ich persönlich finde, man sollte das jetzt nicht vom Partner der Partnerin erwarten.
dass sie das so siegt, was jetzt falsch läuft und was nicht. Ich glaube, es gibt bestimmt sehr viele Menschen, mich eingeschlossen, die das sofort merken würden. Aber ich glaube nicht, dass man das von allen erwarten kann. Ich glaube, man kann das aber auch einfach sagen. Und da muss man auch nicht drüber reden, wenn man das nicht möchte. Manchmal möchte man auch einfach nicht reden, sondern möchte auch einfach mal in den Arm genommen werden und spüren, dass jemand da ist. Und dann kommt das vielleicht nach einer Zeit. Weiß ich jetzt nicht, wie Madeleine das gemeint hat, aber das waren meine 5 Cents dazu. Ich glaube schon, dass wir ziemlich gut zusammenpassen würden, weil ich kann sie verstehen bei allem und für sie da sein und trotzdem aber auch diese starke Person an ihrer Seite sein, die sie festhält. Was ist generell so der Plan denn jetzt für dich? Außer natürlich mit mir zu reisen. Weil wir wohnen ja nicht in der gleichen Stadt. Ich schreibe ja gerade meine Bachelorarbeit, bin fast fertig. Und ich muss im Herbst noch den einen oder anderen Kurs nachholen, aber da bin ich relativ frei, wo ich das mache. Jetzt werden die schon richtig konkret, ne? Ich bin darauf vorbereitet, dass ich hier rausgehe mit einer Frau an meiner Seite, die nicht in derselben Stadt oder so im selben Land wohnt wie ich. Deswegen ist Fernbeziehung für mich erstmal in Ordnung. Ich glaube halt so ein bisschen, wenn man so konkrete Pläne schon macht, dann ist es ein sehr gutes Zeichen. Vor allem in diesen Shows. Immer wenn so konkrete Pläne gemacht werden, diese Person ist safe im Finale, würde ich behaupten. Wenn nicht sogar am Gewinnen. Ich finde so Fernbeziehung oder sowas, finde ich ganz schlimm. Wenn es halt auch Zeit ist. Ich glaube, es kann was Schönes sein, weil... Ja, true that. Man braucht einen Punkt, wo es endet. Ansonsten gerät man dann auch gerne mal in eine bindungsängstliche Beziehung, ne? Es ist so laut. Was hast du gesagt? Gib mir ein paar Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich glaube, es ist so, dass man sehr viel Quality-Time hat dadurch, weil man sich bewusst trifft und dann eine gute Zeit miteinander verbringt. Ja. Kann aber auch mit Druck verbunden sein, dass man eine gute Zeit haben muss. Ja, ich glaube, am Anfang so von einer Kennenlernphase ist es halt ganz nice, wenn man auch einfach mal sagt, wir treffen uns auf einen Kaffee oder so. Ne? Und dann geht auch jede Person wieder zu sich nach Hause. Das geht halt in der Fernbeziehung nicht. Ich habe 3 Zimmer, du kannst ein eigenes Zimmer haben. Wir sind so voll weit weg, so, ne? Ja, ich weiß. Komm. Komm mal her. Sollen wir eine Bank draus machen? Ja, komm, wir machen eine Bank draus. Okay. Süß, wir machen eine Bank draus. Bist du noch richtig in der Partnerin? Oder in deiner nächsten Beziehung? Ich glaube, was mir für wichtig ist, dass man... Was? 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 Hm? Was? Was? Nee, ich so ein bisschen. Bist du nervös? Nein. Ich kann das ganz gut in deinem Gesicht sehen. Ich finde es cool, dass sie so spicy und so selbstbewusst ist. Sie bringt mich dadurch ja in Verlegenheit. Das ist, glaube ich, ihr Ziel und es funktioniert auch. Und ich finde es ganz gut. Ja, was ist ihr denn jetzt wichtig? Ich muss mich jetzt gleich verabschieden. Jetzt haben wir ja gar nicht erfahren, was der Madeleine noch wichtig ist in der Beziehung. Mann! Na gut. Was ich an Elsa, glaube ich, ganz gerne mag, ist, dass sie das so unverblümt einfach zeigt, wie sie sich fühlt. Ne? Also, dass sie so sagt, na, scheiße, dass jetzt gehen muss. Ist gut. Irgendwie... Finde ich gut. Finde ich gut. Okay. Die Abschiedsumarmung, die war halt so innig. Und Elsa hat mir dann auch auf die Wange geküsst. Und das finde ich so schön. Ich mag sowas richtig, richtig gerne. Sowas bedeutet mir dann mehr als ein stinknormaler Kuss. Kann ich absolut nachvollziehen. So, Elsa, erzähl doch mal. Also, eigentlich haben wir nur gequatscht. Einfach schön. Schön. Nichts weiteres gemacht. Wart ihr auch ein bisschen touchy und romantisch? Also, wir haben uns nicht geküsst oder so. Habt ihr nicht? Nö. War einfach nicht der Moment von den Themen her. So, und jetzt frag mir doch nicht mal weiter, ja? Hast du eine neue Seite an Madeleine kennengelernt? Wow. Ja, einfach über ganz andere Themen noch mal geredet als beim ersten Date. Okay. Ja. 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 Die ist so wirklich so cool for school einfach. Ich finde, Elsa hält sich relativ bedeckt. Aber ich frage auch nicht so viel nach. Nee. Nee. Na gut. Wissen die jetzt eigentlich, dass Elsa und Madeleine sich überhaupt schon mal geküsst haben? Ich glaube nicht, ne? Was geht ab? Ich chill. Wolltest du doch nicht ins Bett? Nö. Hab mich um entschieden. Möchtest du deine Ruhe haben? Nö, alles gut. Kommen Sie, kommen Möchtest Sie. Möchtest du eine Umarmung? Nö. Also ich hasse Umarmung. Melanie ist richtig doll nachdenklich, ne? Aber ich glaube auch, Melanie hat einfach ein extrem gutes Bauchgefühl. Aber ich denke einfach so ein bisschen nach darüber, was hier so los ist, was hier so abgeht. Die checkt einfach viel.
Also in Gedanken mit, hinterfragst du etwas oder? Na, ich denke einfach so ein bisschen über die Kommunikationsfähigkeit nach und dann aber schon merke, dass mir das immer schwerer fällt, je emotionaler attached ich irgendwie bin in Situationen. Ja. Und ich merke schon, dass mir das irgendwie schwerer fällt, jemanden zu fragen, der jetzt auf dem Date war und wie war es, was hast du gemacht, was erzähl mal und bla, weißt du? Okay. Weil ich so ein bisschen denke, so, ich weiß gar nicht, ob ich es wissen will, weil ich so bei mir bleiben will, weißt du? Ich glaube, Melanie unterschätzt sich total. Ich finde, sie kriegt das richtig gut hin. Aber ich habe den Eindruck, dass Madeleine das nicht so auffangen kann, weil sie, glaube ich, nicht so attached von Melanie ist. Weil sie kann das nämlich bei Nina zum Beispiel sehr gut, aber bei Melanie verunsichert sie das. Ne? Da ist die Dynamik irgendwie anders. Und nur mal so als Spiegel, ich finde Melanie wirklich sehr gut in der Kommunikation. Und ich glaube, wichtiger als Kommunikation in einer Beziehung, egal in welcher, ist eher so das Gefühl, dass die andere Person einen versteht und auch sieht. Und ich glaube, dass das genau das Gefühl ist, oder diese Unsicherheit, die gerade kreiert wird bei Melanie, weil ich finde nämlich nicht so richtig, dass Madeleine ihr das Gefühl gegeben hat, gesehen zu werden. Das kann ich natürlich von außen nicht zu 100% beurteilen. Da müsste man jetzt beide Beteiligten fragen, aber so wirkt es auf alle Fälle für mich. Aber ich finde auch, Melanie hat irgendwie keinen Grund, sich super sicher zu fühlen, weil sie auch nicht dieses Gefühl bekommen hat. Und sie hat ja vorhin auch gesagt, sie ist eher eine ängstliche Person. Und bei Menschen, die so eher dazu tendieren, die brauchen einfach ein bisschen mehr Sicherheit. Und wenn man eine gesunde Beziehungsdynamik aufbauen will, dann ist das super wichtig, dass man diese Sicherheit auch kreiert. Also auch bei anderen Menschen. Aber ich glaube, in dem Fall, das ist ja einfach, diese ganze Situation ist ja schon unsicher an sich. Und dann hat sie das ja auch geteilt, ihre Unsicherheit. Und da kam einfach nicht so viel zurück, finde ich. Aber ist es denn so ein Eifersuchtsgefühl eher oder ein verletzendes Gefühl? Ja, ich denke, dass ich dann in eine Situation komme, in der ich mich vergleiche. Das ist aber automatisch, glaube ich, dort so. Mhm. Und aufgrund dessen so frage ich gar nicht so wirklich viel. Okay. Weil ich es nicht vergleichen will. Das ist so ein Gedankenkarussell, das will ich einfach nicht haben. Ja, und das ist jetzt ihr Coping-Mechanismus. Ich kann das verstehen. Ich glaube, wäre ich in der Situation, würde sehr unsicher sein, würde ich das dann auch nicht mehr wissen wollen, weil das verunsichert dann noch mehr. Und wenn man sich sicher fühlt der anderen Person gegenüber, kann man sowas auch besser irgendwie verstoffwechseln und auch regulieren in einem. Wenn nicht, ist das schwieriger. Würdest du denn sagen, du hast dich schon verliebt? Also ich fühle mich schon anders als am Tag 1, ja. Mhm. Wie findest du, Madeleine? Fühlst du dich verknallt? Verknallt? Schwierig, ne? Ich kann es schwer differenzieren, wenn ich mit ihr bin. Voll. So, ich will voll krass in ihrer Nähe sein und sie berühren und alles. Ich denke auch voll viel so an sie und drüber nach. Ja, schon. Du? Also ich habe das Gefühl oder den Wunsch, auch einfach mal ihr nah sein zu wollen und auch körperlich zu werden. Das war ja bisher noch nicht so. Und das möchte ich schon und das fehlt mir noch, um zu gucken, wie das sich anfühlt. Ja, das ist auch wichtig, ne, dass das passt. Ja, ich merke halt, ich fühle mich extrem angezogen und ich glaube, sie auch von mir. Definitiv. Also die Chemie ist bei beiden auf alle Fälle da. Was ist denn los, du kleine Maus? Komm her. Schnurmaschine. Also dazu sage ich nur das hier. Aber das ist halt noch sehr viel Spannung, was auch geil ist. Aber das ist halt so, ich will, dass sich das mal löst und mal gucken, wie sich das dann setzt in mir. Vom Gefühl her. Schisse. Ich empfinde Nathalie als sehr verkopft. Also auf alle Fälle ist Nathalie ein Kopfmensch. Und ja, ich glaube, sie hat ein Thema damit sozusagen, sich nicht fallen lassen zu können. Als du reinkamst, habe ich auch gesagt, dass ich halt eifersüchtig bin und so auf dich war ich auch. Ich schätze dich schon auch als sehr ehrgeizige Person ein und so auch so als Gewinnerfrau so, weißt du? Hey, wer ist schon gerne Verlierer? Ich glaube schon, dass ich aus Nathalies Sicht große Konkurrenz bin. Aus meiner Sicht ist sie Konkurrenz, aber nicht wirklich unbedingt riesengroße. Elsa ist so confident, ne? Sie sieht nur noch Nina als Konkurrenz. Ich glaube, ein bisschen Elsa hat recht. Ich glaube, ich gehe heute nach Hause, Leute. Safe. Ich habe auch das Bauchgefühl. Weil, ganz ehrlich, ja, aber auch, weil, guck mal, ich bin die Einzige, die sich noch nicht so geöffnet hat, die sie noch nicht geküsst hat und so. Die Einzige von uns allen. Aber Happy Hour ist deine Chance. Ich werde das auch machen, weil... Will sie das, weil sie es will oder weil sie sonst rausfliegt, laut ihrer Fantasie? Weil ich das auch selber will, wie zu gucken, wie ist es körperlich zwischen uns. Okay, ja, verstehe ich. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, wie du meinst. Ich muss das machen.
Aber ich habe halt Angst. Aber ich werde mir die direkt packen, glaube ich auch. Direkt auch. Natalie, erzählt das immer so, als wäre das so ein Tier. Findest du, wenn man das so anfasst? Ziemlich gut. Ne? Was ist denn hier los? Gut siehst du aus. Ja, die Alaina gefällt mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Ja, weil sie jetzt Mask Representative angezogen ist. Hast du Lust, quatschen zu gehen? Ja. Wie war das bei dir, sein Coming-out? Natalie ist so richtig plump, auch in ihrer Fragerei. Also, da kommt so eine Frage auf einmal raus. Ich lieb's. Ich bin ja super spät jetzt erst geoutet. Mhm. Es lag aber daran, dass ich da, wo ich aufgewachsen bin, es war einfach super hetero- und cis-normativ. Es hat halt dann so Glaubenssätze in meinem Kopf irgendwie befestigt. Und das heißt, es gab eigentlich kein Nicht-Hetero-Sein so. Ja, ist, glaube ich, bei sehr vielen so. Ich habe mich nie wirklich als lesbisch geoutet, bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und als ich das dann das erste Mal laut ausgesprochen habe, das war mitten auf der Straße, von einer Mitstudentin, habe ich dann auch angefangen zu heulen. Und dann wusste ich einfach, ja, ich bin lesbisch. Geil. Ja. Mal schön. Ist das bei dir? Wie war dein Coming-out? Ich hatte gar keins richtiges. Ich glaube, meine Eltern haben das immer schon gewusst, tatsächlich. Mhm. Und meine Eltern haben irgendwie das nie hinterfragt. Und irgendwann habe ich einfach meine Freundin mit nach Hause genommen. Mhm. Da war ich aber auch Anfang 20. Meine Familie ist so, wen ich liebe, den lieben die auch. Schön. Voll schön. Braucht ihr noch ein bisschen? Eine Minute. Alright. Dankeschön. Das ist echt krass. Also man denkt es nicht, aber... Ich hätte dich voll gerne geküsst. Jetzt habe ich schon wieder einen Zeitdruck. Also, genauso wie letztes Mal. Ja, aber ich will auch nicht einfach hier sitzen und einfach nur mit dir rumknutschen. Musst du auch nicht, müssen wir auch nicht. Also würde ich aber gerne. Ja, was jetzt? Das sind einfach Mixed Signals, Leute. Darf ich einen kleinen Kuss geben? Ein was? Einen kleinen Kuss. Mhm. Ja. Nein, jetzt passiert's wirklich? Natalie. Ich schwitze aber schon sehr, ja. Ja. Und ich schlimm, ich schwitze auch. Es ist, als würde sie es halt selber einfach sabotieren. Ist auch, ich schwitze generell, glaube ich, viel. Geht's dich wohl? Ja. Hm? Sicher? Ja. Okay. Ich schwitze, ich glaube, du wirst mein Gesicht nicht anfassen. Süß. Was? Süß. Ich? Mhm. Danke. Na. Ja. Entschuldigung, ich habe so viel Zeit eingenommen. Dankeschön, dass ihr mir Zeit gegeben habt. Krass, wie demütig sie jetzt da zurückkommt, weil ihre Bedürfnisse befriedigt wurden, ne? Gerne. Dankeschön. Gerne. Dankeschön, dass du mir Zeit gegeben hast. Das macht mir gar nicht Spaß. Der ist ja handsam. Was ist da los? Dankeschön. Danke, wie war das denn? Was für? Gerne. War voll schön. Ich sehr gut. Ich war voll entspannt. Du musst auch nicht über Details reden. Doch, ich will wissen, ob du geknutscht hast. Ja, wir haben uns geküsst. Ja, und? Wie war's? Schön. War's schön? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Freue ich mich für dich. Ich mich nicht. Ja, Elsa ist ehrlich, was das betrifft. Hey, auf dein Knutschi. Auf mein Knutschi, Knutschi. Und Melanie so, nein, ich möchte keine negative Stimmung. Auf dein Knutschi. Auf dein Knutschi. Nee, da stoße ich nicht mit an. Du sollst mich angucken. Ich kann schon verstehen, dass man darauf nicht anstoßen möchte. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ganz überrascht, dass ich jetzt hier so Partei ergreife. Ich finde es auch wirklich toll, dass andere da so zen sind. Aber Diggi, wenn ich jemanden richtig gut finde und Gefühle für die Person entwickle und die andere Leute parallel kennenlernen würde und sie sich am Ende für eine entscheiden müsste, da fände ich auch nicht geil. Alle so, okay, cheers. Und ich bin so, ich stoße nicht darauf an, dass du die Frau geküsst hast, die ich daten möchte. Was ist das für eine Drecksscheiße? Also, ne, ja, Elsa hat schon manche Red Flags hier ausgepackt. Aber in dem Punkt, I totally get her. Badezimmer. Okay. Ich finde, seit wir hier sind und alle in diesem Badezimmer, in diesem dreckigen Badezimmer knutschen, möchte ich auch einmal im dreckigen Badezimmer knutschen. Was heißt hier alle knutschen im dreckigen Badezimmer? Ich wollte das nicht so am Anfang, ich wollte, dass das was Besonderes ist. Nina, so das ignorieren wir einfach jetzt mal, dass die alle hier knutschen angeblich. Aber jetzt, heute bin ich ein bisschen naughty und... Oh, oh Hallöchen! Ich hatte den ganzen Tag schon Lust, dich in dieses Badezimmer zu ziehen und zu knutschen. Ah. Ich mich gefreut auf dich. Ja. Wie geht's dir denn? Ich freue mich, dass ich bei euch bin, aber ich bin auch nervös. Und ja, das wird schwer. Fresher wird ja so eine krasser, ne? Mhm. Hör einfach auf dein Herz. Ich weiß, das ist schwierig, das kann ich so total lockerflockig sagen. Zwei Matchen halt so. Ich finde die zwei, ne, das ist für mich Dream Match hier.
Naja, für dich ist es ja auch schwer. Nicht schwer, sondern schwer für euch. Also ich merke, dass wir eine Bindung haben und ich finde die total schön. Ich würde auch gerne weiter gucken. Aber im Endeffekt musst du gucken, dass du glücklich bist. Und wenn du es nicht mit mir dir vorstellen kannst, mit jemand anders, ist das okay. Das ist natürlich sehr entlastend, so druckmäßig, ne? Das finde ich voll schön, dass sie das gesagt hat, dass sie so ein bisschen anerkennt, dass die Entscheidungen einfach extrem schwer sind. Sexy, kannst du ruhig öfter tragen. Kein Problem, ich habe auch mehrere. Die Brille, ich stehe ja auch auf Brillen, ne? Ich finde Brillen auch so hot. Hot, hot, hot. Ich habe auch, es geht. Ach, mir ran hier. Wie geht's? Gut. So, jetzt kommt wieder ein Talk mit Elsa, Leute. Selbst? Auch soweit. Nervt mich langsam. Nicht du. Das alles hier. Ja, was nervt dich denn gerade? Habe ich keinen Bock drauf. Ich finde es sehr erfrischend gerade. Ne? Also am Anfang dachte ich so, als sie reingekommen ist, was ist da los? Aber gerade finde ich es sehr erfrischend, wie ehrlich sie ist. Das alles. Die Situation hier einfach mit allen, dass du dir genauso kennenlernst, wie du mich kennenlernst. Ich bin eifersüchtig, wenn man mir einen Anlass dazu gibt. Und den gibt es hier mehrfach tatsächlich. Ich merke, wenn sie mit jemandem lange reden geht, dass es mich stört. Dass ich mir so denke, nee, gönn ich gar nicht so. Will ich nicht. Ich mir noch Gedanken gemacht habe nach gestern. Ob du irgendwie das Gefühl hattest, so, dass ich irgendwie dich nicht küssen will oder so. Mhm. Ich habe in dem Moment einfach so dieses Gespräch mit dir so krass gefühlt und wertgeschätzt. Und so einfach allgemein die Energie und die Blicke und wir haben ja trotzdem Körperkontakt. Und es war jetzt nicht so, dass ein Kuss gefehlt hat. Also ich fand es eher positiv tatsächlich. Ich weiß, dass wir uns körperlich anziehend finden, aber ich will wissen, ob wir eine Zukunft zusammen haben, so, weißt du? Also Elsa scheint wirklich ernsthaft interessiert zu sein. Glaubt ihr das oder meint ihr, das ist Show? Oder nicht? Wer weiß. Es steht, das weiß nur die Princess Charming-Göttin, glaube ich. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, sie gibt jetzt Elsa ihre eigene Medizin gerade. Naja, ich habe einfach das Gefühl, Madeleine kann mir natürlich jetzt nicht irgendwie ein krass gutes Gefühl geben, weil sie sich entweder vielleicht selber noch nicht sicher ist oder weil sie auch natürlich allen Frauen hier noch eine Chance geben muss. Ich glaube schon, dass sie einem ein sichereres Gefühl geben kann. Das hat sie ja bei Nina auch gemacht, ne? Dass sie noch da sind, aber sie ist einfach so nichtssagend. Man weiß überhaupt nicht, wo man bei ihr steht und das ist halt, ja, das ist schwierig für einen selber. Also, ich kann dir einfach sagen, ich meine es wirklich ernst. Ich will dich wirklich kennen. Ja, und auch ablehnend gerade in diesem Moment, ne? Aber ich glaube auch so ein bisschen, weil sie Angst hat vor Elsas Ernsthaftigkeit und das in Frage stellt, kann ich mir vorstellen. Denkst du, dass ich Zweifel habe? Dass ich weiß es nicht. Nein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ja jetzt so die letzten Tage nicht mehr so, aber so der erste, zweite Tag habe ich schon oft gedacht, wie ernst meint Elsa das so? Also ich habe schon meine Zweifelchen gehabt. Ich habe einen kleinen Moment gebraucht, so, aber ich weiß einfach, dass ich es ernst meine. Elsa weiß das doch, ne? Die weiß doch ganz genau, was sie tut hier. Elsa, mein Schatz, ich weiß, du hast keine Uhr. Ich weiß, ich habe keine Uhr, das war das Problem. Gehe ich jetzt. Viel Spaß euch, Süßen. Danke. Ich fühle mich sehr, sehr wohl in Elsas Nähe. Und wenn wir uns berühren, streicheln, uns anschauen, fühlt sich das überhaupt nicht gezwungen an. Man merkt einfach, dass die Chemie komplett passt. Hallo. Ja, das stimmt. Das merkt man zu 1000%. Ich mag deine Lache sehr. Dankeschön. Laut. Schön. Es muss laut sein. Ja. Raus. Ist auch Gefühl. Ja, sehr viel Gefühl. Die haben sich nicht so viel zu sagen. Hast du Lust zu knutschen, trotz roten Lippenstift? No risk, no fun. Wenn du mich ein bisschen sauber machst, dann gerne. Okay. Und dann wird wieder geknutscht. Es ist einfach eine Wärme, die sie ausstrahlt. Hat es so richtig geknistert? Weiß ich nicht. Ja, nee, ich glaube nicht, leider. Und uns sind es auch voll nahe gekommen, auch emotional. Und dann war es für mich wieder so, okay. Also auch Jazz sucht das Gespräch mit Madeleine. So langsam ist für mich auch wieder so, okay, ich muss irgendwie auch gucken, wo es für mich natürlich auch landet. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Mhm. Ich habe auch den Eindruck, dass das so und jetzt eher so. Ja. Also es kommt keine Steigerung so richtig. Das stimmt. Also das
Fühle ich auf jeden Fall auch so. Ich finde, Jazz hat so ein sehr gesundes, bodenständiges Bindungsverhalten. Das sehe ich hier auf alle Fälle. Also, was ich jetzt hier von diesen paar Minuten beurteilen kann. Ne? Das Gespräch mit Jazz war schwierig. Ich finde, es war aufschlussreich. Ich glaube, sie leidet einfach ein bisschen darunter, dass eben die Menge an Bestätigung, die sie eigentlich verdient und braucht, hier halt nicht so richtig, ich kann ihr die nicht so richtig geben. Ja, ich glaube, das Interesse ist einfach nicht groß genug. Ich finde euch alle so, so, so toll. Mhm. Und es ist jetzt tatsächlich einfach nur noch so eine Sache von, entsteht natürlich auf natürliche Art und Weise das Gefühl oder nicht, weißt du? Ich glaube, das Gefühl ist bei manchen schon entstanden und bei manchen halt wiederum nicht. Und man kann es halt jetzt noch nicht alle auf einmal rausschmeißen. Sag ich euch ganz ehrlich. Ich sehe da drei Leute und der Rest, das matcht nicht. So random. Ich meine so dieses, sie küsst, ja. Ihr küsst, alle küssen so rum hier. Ist doch auch okay. Ja, aber ich find's trotzdem super random. Also prinzipiell kann der Madeleine küssen, wen sie will, ne? Aber ich kann verstehen, dass dieses Ungleichgewicht einen aufregt. Also natürlich könnte auch Elsa jemanden küssen, aber sie weiß ja, wie es funktioniert. Und es ist einfach das Konzept von Prince oder Princess Charming, Bachelor oder Bachelorette, dass eine Person auf einem Podest steht und sich so viel mehr rausnehmen kann als die KandidatInnen. Und das kreiert halt leider ein Ungleichgewicht und das verunsichert und das gibt halt irgendwie ein scheiß Gefühl. Und dann findet man es auch irgendwie kacke, dass die andere Person so viel rummachen kann und man eigentlich nichts dagegen sagen kann, weil man sich ja darauf eingelassen hat. Aber wenn man es selber machen würde, würde man halt fliegen, ne? Und dann würde einem Desinteresse und so ausgelegt werden. Deswegen, ich kann es schon keiner verstehen, dass da so ein bisschen Frust ist. Dafür kann aber Madeleine eigentlich nicht was, sondern es ist einfach das Konzept der Show an sich. Wir brauchen Charming Girls. Ja, aber erstmal habe ich natürlich wieder was mitgebracht. Ich zauber heute sehr viel aus meiner Hose. Mückencreme. Oh! Das ist meine thailändische. Wenn du magst, würde ich dich sehr gerne damit eincremen, weil. Sehr gerne. Das sieht nicht gut aus. Alena ist richtig clever, ne? Ich finde dein Outfit heute sehr geil. Because you're looking mask representative. Danke. Ja, also du siehst immer mega gut aus. Aber ich stehe halt nicht auf Femmes. Ah. Nein. Aber das, der Vibe steht dir sehr gut. Also sehr gut. So meine maskuline Energie. Finde ich gut. Ja. Hast du die ab und zu mal, dass die rauskommt? Ja, ich habe das tatsächlich sehr oft. So je nachdem, welche Energie gerade so präsent ist, ziehe ich mich halt auch so dementsprechend an. Ich fühle mich immer mega, mega wohl in deiner Nähe. Mhm. Ich liebe deine Stimme. Danke. Dein Lachen. Ja. Immer mega. Und da gibt sie Alena auch ein sicheres Gefühl. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe da einfach immer schon so einen Vibe gespürt. Ja. Und ich muss sagen, du bist auf jeden Fall so von so bis so, wow. So bei mir hoch, auf jeden Fall. Ja. Und das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mir ging es ja ähnlich. Ich bin dankbar für dich, egal wie du dich entscheidest. Und das sage ich vom ganzen Herzen. Also ich finde es ja toll, dass man da so sicher ist, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, Alena ist auch nicht so zu 1000% attached. Es geht so ein bisschen mehr ums Flirten und leicht spielerisch sein, aber ja, und körperlich sein. Aber ich habe das Gefühl, so bei Elsa zum Beispiel ist es ja schon konkreter oder bei Nina. Darf ich dich küssen? Ja. Das Gefährliche beim Küssen mit Alena ist, weil es ihr so leidenschaftlich ist, will man mehr. Und es ist halt nicht nur der Kuss, sondern auch allgemein die Körpersprache und hier mal so ein bisschen fest und da mal so ein bisschen festhalten. Und hot. Yes! Das ist mir auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl. Ja, und dann gibt es eine kleine Party, aber Elsa fühlt sich halt gar nicht mehr wohl. Jedes Mal, wenn wir die Situation haben, wo ich alle sehe, wie sie mit ihr sind, so, ist es einfach abfuck. So. Ja, verstehe ich. Aber ich glaube, es uns geht allen so. Und ich finde es voll schön, dass du mir das sagst und dass du auch emotional eigentlich. Ich kann das alles nicht. Das ist jetzt okay. Die Situation so. Wenn du reden magst. Es ist für mich. Was ist okay? Alles. Tanzen? Nein. Ich wünsche, es wäre das Tanzen. Nee, dieses. Mich vergleichen müssen. Weißt du? Mhm. Will ich nicht.
Musst du auch nicht. Doch, muss ich. Warum? Es ist die ganze Zeit vergleichen. Vergleichen, wie sind die anderen mit dir, wie bist du mit den anderen. Krass, Elsa öffnet sich total, ne? Ich finde es voll schön, Leute. Ich weiß, dass du das auch genauso machen musst und auch wahrscheinlich genauso machen willst, weil du die einfach auch kennenlernen möchtest. Mhm. Ich kann dir sagen, dass es mir krass schwer fällt, weil ich dich auch ernsthaft kennenlernen will und... Ja, ich finde es toll, dass Elsa das so kommuniziert, weil sie ihre Ängste so erklärt. Das ist voll schwer. Keine Ahnung, dann ist es emotional. Und dann versteht man sie, weil ich finde, ich verstehe es total. Ne? Also, deswegen, ich kann total verstehen, dass sie so overwhelmed ist. Ist halt nicht schön, jemanden so leiden zu sehen, den man auch ins Herz geschlossen hat. Und man ist auch so ein bisschen der Auslöser für das Leiden. Und dann, ja, ist es nicht so einfach. Ja, klar, aber ich finde, es zeigt halt auch, dass Elsa scheinbar wirklich Interesse an Madeleine hat und dass sie ihr wichtig ist. Sonst würde das nicht passieren. Und diese Perspektive finde ich total wichtig, weil natürlich kann man sich jetzt unter Druck gesetzt fühlen und sagen, boah, jetzt leidet jemand wegen mir. Ja, aber das ist das Format. Das ist und generell, es können Verletzungen passieren, wenn sich zwei Menschen nahe kommen. Das ist so. Es ist nur wichtig, dass man über Ängste und all das, was in einem hochkommt, einfach spricht. Und zwar offen, aber auch liebevoll und dass man Ängste mitteilt. Ja, also dass man sagt, ey, davor habe ich Angst, das geht mir durch den Kopf und das beschäftigt mich. Ja. Und das, Leute, das schafft emotionale Nähe. Okay, was brauchst du, damit es dir wie auch immer geht? Dann kann der andere Part nämlich auch fragen, was brauchst du? Ja, und das ist halt einfach eine gesunde Kommunikation, wenn ihr mich fragt. Ne? Wo man auch dann die Möglichkeit hat zu sagen. Leute, was brauchst du jetzt gerade? Einfach nur mit dir sein. Ja. Einfach nur, wir beide gehen jetzt. Da gibt es auch noch eine realistischere Möglichkeit. Aber das, was sie braucht oder sich wünscht, kann ich ihr nicht geben. Ja, und auch das ist in Ordnung. Ne? Also Bedürfnisse müssen nicht erfüllt werden. Aber sie dürfen ausgesprochen werden. Der Wunsch darf da sein. Ich reiß mich zusammen. Ja. Okay, komm. Wir dürfen zurück. Okay. Ich war mir bei Elsa ja anfänglich so zu 100% sicher, ob sie aus den richtigen Gründen hier ist. Aber sie hat mir jetzt ja immer wieder die Bestätigung gegeben, hey, ich bin hier und ich meine es ernst, ohne dass ich danach gefragt habe sozusagen. Und das ist schon ein gutes Zeichen auf jeden Fall. So Leute, und nun kommen wir zur Entscheidung schon. Ja, wir haben beide irgendwie das Gefühl, dass nach dem Einzeldate irgendwie nicht mehr so richtig aufging, sondern irgendwie da geblieben ist. Und deswegen müsste ich dir heute die Kette leider abnehmen. Ja, ist okay. Jazz hat, glaube ich, schon damit gerechnet, ne? Sie war auch vorhin beim Gespräch abzusehen. Das Telefon hier. Das ist auch nur sehr toll. Danke für alles. Alles Gute, Jazz. Ich hatte eine super tolle Zeit hier. Also ich habe super viel über mich gelernt. Ich bin super viel über mich selbst hinausgewachsen. Und ich habe mich hier super viel geöffnet. Voll schön. Ja, und Leute, jetzt muss noch eine Person gehen. Ja, wir hatten drei wunderschöne Dates. Wir hatten einige wirklich sehr schöne und intime Momente. Aber leider habe ich das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Ich weiß nicht was. So many words for the broken heart. Ist okay. Das tut mir echt wirklich richtig alles leid. Mach dir keinen Stress mehr. Ach, es war schon traurig, von Madeleine Abschied zu nehmen, ja. Nein, Melanie ist richtig verletzt. Liebe geht an dich raus. Aber wenn sie für sich fühlt, dass da irgendwas fehlt, dann ist das so. Ist okay. So, Leute, wir gucken, was am Freitag passiert, denn wir sind jetzt wieder back on track und am Freitag gibt es die neue Folge. Da wird sich nämlich entscheiden, wer ins Finale kommt, Leute. Die Liebe! Ich hoffe, ich komme ins Finale. Für euch steht ein ganz besonderes Kennenlernen an. Du warst ja auch schon in der ersten Staffel mit dabei, ne? Oh! Die Freundinnen wahrscheinlich sind da, ne? Und beurteilen das. Mein Ruf eilt mir voraus, sag ich mal. Die Folge liebe ich ja immer. Ich will die Sicherheit geben, dass ich es ernst meine. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe keinen Bock auf dieses Buhlen und bla. Meine größte Angst ist, am Ende alleine nach Hause zu gehen. Überall ist auf jeden Fall Gefühlschaos pur. Ich hoffe, dass du bleiben möchtest. Ich weiß auch nicht, was hier abgeht.
So Leute, ich hoffe, euch hat diese extra lange Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns dann am Freitag hoffentlich wieder. Tschüss.